Ja, ich heiße Sie ganz herzlich hier willkommen, liebe Studierende, Kolleginnen und Kollegen, Repräsentanten auch der DFG aus Bonn, aber auch alle weiteren Soziologieinteressierten, die heute zum Aschermittwoch hier nach Köln kommen. Es ist der erste soziologische Aschermittwoch hier in Köln und ich darf Sie auch im Namen des Instituts für Soziologie und Sozialpsychologie natürlich begrüßen und im Namen der Hochschulgruppe Sozialwissenschaften, die gemeinsam mit mir diese Veranstaltung hier organisiert. Bevor wir anfangen, muss ich auch nochmal darauf verweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Also alle, die hier reingekommen sind und hier bleiben, erklären damit implizit ihr Einverständnis damit, dass wir ein Video aufzeichnen und dann auch öffentlich machen. Der heutige soziologische Aschermittwoch hat einen doppelten Hintergrund. Zum einen ist es das 100-jährige Jubiläum des Kölner Instituts für Soziologie als das älteste seiner Art in Deutschland. Zum anderen ist es aber auch natürlich die aktuelle Auseinandersetzung über die zukünftige Ausrichtung des Faches und auch über seine institutionelle Vertretung in Deutschland. Bevor wir damit beginnen, will ich allerdings kurz mit Ihnen Jürgen Friedrichs gedenken, der völlig überraschend vor 2 Wochen verstorben ist und der natürlich allen Soziologinnen und Soziologen in Deutschland und weit darüber hinaus ein Begriff ist und wirklich prägend gewirkt hat. Natürlich ganz besonders hier in Köln ist er mit der Kölner Soziologie in den letzten 30 Jahren verbunden wie niemand anderer, hat die entscheidend geprägt, sowohl als Herausgeber der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, als auch durch sein wissenschaftliches Werk, insbesondere, wenn auch nicht nur, natürlich in der Integrations- und Stadtforschung. Er würde im Institut und uns allen hier sehr fehlen. Und selbstverständlich war Jürgen Friedrichs für heute auch als einer der Ersten angemeldet. Ja. Wir hätten sicherlich enorm auch von seinen Wortbeiträgen heute hier profitieren können. Leider können wir das nicht, aber gleichwohl ist sicherlich eine offene Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Soziologie und die Standards im Fach ganz in seinem Sinne. Beim soziologischen Aschermittwoch muss es nicht so polemisch zugehen wie bei dem politischen Pendant bayerischer Prägung. Ich habe in der Vorbereitung erst, ist mir bewusst geworden, dass er auch vor 100 Jahren Premiere hatte, also so alt wie das Institut ist auch der politische Aschermittwoch, gegründet vom Bayerischen Bauernverband. Hier geht es allerdings jetzt nicht darum, sozusagen vor Gleichgesinnten die eigene Meinung möglichst polemisch kundzutun. Die Soziologie mag alles Mögliche sein, aber sicherlich keine Echokammer, sondern es geht wirklich eher um die rheinländische Variante, also ein ganz offener, auch kontroverser Austausch. Dem soll die heutige Diskussion verpflichtet sein und wir hoffen natürlich, dass gerade das Herausarbeiten von unterschiedlichen Sichtweisen, ihren Voraussetzungen und möglichen Folgen auch die Diskussion inhaltlich weiterbringt. In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, Ihnen die 5 Hauptpersonen heute vorstellen zu dürfen. Die bedürfen natürlich kaum der Vorstellung, deswegen halte ich es auch ganz, ganz kurz. Ist alphabetisch, fangen wir mal an mit Hartmut Esser, als bekannter Vertreter der empirisch-analytischen oder auch erklärenden Soziologie, der gerade auch den Studierenden durch sein 7-bändiges Lehrbuch zur Soziologie hier in Köln sehr vertraut ist. Thomas Hinz daneben als aktueller Vorsitzender der Akademie für Soziologie und unter anderem auch als Mitglied des Fachkollegiums Sozialwissenschaften der DFG. Stefan Hirschauer aus Mainz als ein Hauptvertreter der qualitativen Sozialforschung und unter anderem auch Sprecher der DFG-Forschungsgruppe Undoing Differences, Praktiken der Humandifferenzierung. Und über die Beziehungen zu Nachbarsdisziplinen werden wir vielleicht in dem Kontext auch noch heute zu sprechen kommen. Dann Stefan Lessenich, der von 2013 bis 2017 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie war und sich in dieser Zeit insbesondere unter anderem für eine gesellschaftspolitische engagierte Public Sociology stark gemacht hat. Schließlich Monika Wohlrab-Saar aus Leipzig, die eine führende Kultursoziologin ist und Mitherausgeberin der Zeitschrift für qualitative Sozialforschung, lange Jahre aber auch der Zeitschrift für Soziologie und aktuell Sprecherin des Fachkollegiums Sozialwissenschaften der DFG.
Ich freue mich sehr, dass Sie alle den Weg hierher nach Köln gefunden haben, zu diesem Anlass. Und die Struktur ist nun folgendermaßen, dass wir mit zwei Impulsvorträgen beginnen. Zuerst Thomas Hinz, dann Stefan Lessenich, jeweils 15 Minuten. Dann werden wir eine Podiumsdiskussion führen und schließlich nicht am Ende, sondern zwischendurch immer mal wieder auch Gelegenheit geben, aus dem Plenum Stellung zu nehmen oder Fragen zu stellen. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, Aschermittwoch in Köln, die Herrschaft der Pappnasen ist erstmal Vergangenheit. Wir werden sehen. Absolut beeindruckend, wie viele Menschen sich für den Streit in der Soziologie interessieren, wie die Debatte im Fach nach Gründung der Akademie für Soziologie von Beobachtern genannt wird. Ich darf hier heute den Auftakt machen und Ihnen in 15 Minuten darstellen, wie ich die Positionierung dieser Auseinandersetzung sehe. Zunächst, Auseinandersetzung bedeutet Diskussion um Inhalte und das ist für die Wissenschaft selbstverständlich. Also gut, dass wir darüber reden. Was erwartet Sie heute in meinem Impuls? 5 sehr kurze Teile, ein Rückblick, ein Problemaufriss, wenn Sie so wollen, dann die Frage, was könnte uns alle verbinden oder was verbindet uns eigentlich alle? Dann bin ich gebeten worden, zu guten und schlechten Beispielen zu sprechen und dann gibt es einen Ausblick auf den nächsten Aschermittwoch, wobei offen gelassen wird, ob der in einem Jahr, also der Aschermittwoch wird sicher in einem Jahr wieder sein, aber ein soziologischer Aschermittwoch vielleicht auch erst wieder in 100 Jahren. Wir werden sehen. Ja, was bisher geschah? Im Juli 2017 gründeten etwas über 50 Soziologinnen und Soziologen die Akademie für Soziologie, einem Gründungsaufruf folgend, der von über 100 Soziologinnen und Soziologen unterzeichnet war. Inzwischen sind über 220 Personen Mitglied der Akademie für Soziologie. Über die Hälfte davon sind Professorinnen und Professoren. Die Gründung griff ein weithin geäußertes Bedürfnis auf, dass die Soziologie im Konzert der Sozialwissenschaften wieder eine sichtbare und glaubwürdige Rolle übernehmen soll. Und eine zweite Fachgesellschaft ist, wie wir wissen, nichts Außergewöhnliches. Es gibt sie bekanntermaßen in der Politikwissenschaft seit den 80er Jahren. Beide existieren noch heute, ebenso in der Philosophie, wo sich ergänzend zur Deutschen Gesellschaft für Philosophie die Gesellschaft für analytische Philosophie gegründet hat und in der Pädagogik, wo es die Deutsche Gesellschaft für Pädagogik und eben eine Gesellschaft für empirische Bildungsforschung gibt. Die Gründung der Akademie für Soziologie hat hohe Wellen geschlagen, wohl wegen dreier meines Erachtens unvermeidlicher Reibungsflächen, die sich durch die Gründung ergeben haben. Erstens ist es aus organisationstheoretischen Gründen ganz einfach auch zwingend, dass die bestehende Fachgesellschaft, die DGS, eine zweite Gesellschaft nicht gut finden kann. Zweitens, der Name wird von manchen als Provokation empfunden, weil er die Soziologie als Ganzes meint und bewusst nicht einen Verein für standardisierte Sozialforschung ankündigt. Drittens, weil mit der Gründung ein Programm in die Welt gesetzt ist, welches die Soziologie als analytisch-empirische Wissenschaft beschreibt, ein Programm, das inklusiv ist, aber Positionierungen verlangt. Welche Argumente gab es weiterhin? Sehr häufig gab es das Argument, die Befürchtung einer Spaltung des Faches.
ganz unabhängig davon, was das eigentlich bedeutet. Diese Befürchtung äußern vor allem Personen, die betonen, wie bunt und multiparadigmatisch das Fach eigentlich sei. Man könnte entgegnen, die Spaltung, die jetzt angeblich durch die Akademie betrieben werde, ist längst gelebte Realität und dies weiß man auch an den meisten Universitätsstandorten. Im Verbandsblatt der DGS Soziologie und einigen Blogs haben verschiedene Autorinnen die Anmaßungen des Alleinvertretungsanspruchs kritisiert, den man allerdings der DGS selbstredend zugesteht. Dieser Alleinvertretungsanspruch ist meines Erachtens ein Missverständnis, was aber aufgrund der Ausgangslage, die ich geschildert habe, meines Erachtens auch unvermeidlich ist. Weiterhin ging es um die Klärung wissenschaftstheoretischer Positionen. Es war von einer Wiederbelebung des Methodenstreits die Rede. Es ist gut, wenn wir über all diese Dinge reden, aber wie ich dargestellt hatte, der Impetus der Gründung der Akademie zielte auf andere Belange. In der Diskussion gab es phasenweise auch reine Polemik, also die bewusste Verächtlichmachung von Versuchen von Kolleginnen, die Vertretung des Fachs zu verbessern. Anders kann ich Beiträge, in denen die Akademie als Ansammlung alter, weißer, Mannheimer Männer betrachtet wird, nicht bezeichnen. So etwas sollte man, wie Hartmut Esser formuliert, eigentlich nicht einmal ignorieren. Wogegen man allerdings sehr auf der Hut sein muss, die Frage, ob es nun ein oder zwei soziologische Fachgesellschaften geben soll, mit Entscheidungskriterien in der Forschungsförderung oder in Berufungskommissionen zu verknüpfen. Es gibt Äußerungen einzelner Fachvertreter, nach denen etwa die Doppelmitgliedschaft in beiden Gesellschaften bekämpft werden müsse. Oder noch schlimmer, jüngere Wissenschaftler fürchten, dass sie Karrierenachteile haben, wenn sie der Akademie für Soziologie beitreten oder sie unterstützen. Dies ist in meinen Augen absolut wissenschaftsfeindlich und es gilt dem sehr entschieden entgegenzutreten. Ich komme zum zweiten Punkt. Die Soziologie steckt in einer Krise, die was mit ihrer Professionalität als Wissenschaft zu tun hat. Eine Krise im Verhältnis zu anderen Wissenschaften und auch zur Öffentlichkeit. Warum ist das so? Ich muss das jetzt kurz machen. Die Soziologie verfügt über keine Leitparadigmen. Wenn man sich fragen würde, welche Entdeckungen und wissenschaftliche Arbeiten in der Soziologie weithin anerkannte Leistungen darstellen, stößt man schnell an Grenzen und der Dissens wäre wahrscheinlich auch sehr groß. Und dies ist irgendwie verwunderlich, denn die Soziologie hat heute bessere Infrastrukturen denn je, das heißt quantitative und qualitative Datensätze, Erhebungsprogramme, international vergleichende Projekte, Graduiertenschulen. Vor allem verfügen wir aber über ein wesentlich ausgereifteres Methodeninventar. Aber es erscheinen die damit erzielten Ergebnisse nicht unbedingt sichtbarer und in der Lage, gezielt neue Forschungen anzuregen. Eher im Gegenteil, es wird kleinteiliger publiziert und nicht unbedingt im Sinne kumulativer Forschung, sondern in vielen neu entstandenen Journalen, die eine Gesamtschau über den Erkenntnisfortschritt des Fachs nicht erleichtern. Die Rezeption von soziologischer Forschung in der Öffentlichkeit, in der Fachöffentlichkeit oder in der breiteren Öffentlichkeit verliert damit natürlich an Kontur. Kein Wunder, dass sich in der Ökonomie der Aufmerksamkeit in den Medien das Interesse an leicht wiedererkennbaren oder Sensationsbefunden orientiert. Doch es gibt auch gute Entwicklungen. In zwei Runden 2018 und 2019 wurden mit Jens Beckert und Andreas Reckwitz zwei Soziologen mit dem Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Etwas, was nach meinem Gefühl jahrzehntelang nicht der Fall war. Dann habe ich nachgesehen, es war noch nie der Fall seit 1986, dass Soziologen mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet wurden. Zwei von 485 Preisträgerinnen insgesamt. Immerhin ein Anfang. Die Akademie will als Fachgesellschaft ganz wesentlich die notwendige Profilierung der Soziologie als Disziplin gegenüber vielen Kommunikationspartnern voranbringen. Jetzt komme ich zur Frage, gibt es etwas, was uns alle verbindet oder zumindest verbinden könnte?
Ich denke ja, worauf wir uns alle einigen können, ist eine Reihe von Punkten. Erstens, jede Theorie, mit der wir arbeiten, hat Bezüge zur Empirie. Und das theoretische Modell, mit dem wir, egal welcher soziologischen Ausrichtung wir arbeiten, führt zu Aussagen, die irgendwie an der Empirie geprüft werden, zumindest geprüft werden können. Jede Empirie beinhaltet umgekehrt notwendigerweise auch theoretische Ideen und Annahmen, und analytisch, das Vorgehen in der Wissenschaft analytisch zu nennen, bezeichnet eben ein möglichst einfaches, klares, präzises Modell für soziale Prozesse auf eine Forschungsfrage hin anzuwenden. Die Modellentwicklung selbst ist dabei wichtig, ein Thema für uns, aber auch die Überlegung, wie das Modell anhand von empirischen Daten aller Art geprüft werden kann. Zweiter Punkt. Bei allen evidenten Schwächen des Peer Reviews gibt es keine aus der Wissenschaft selbst begründbare Alternative, die Gütekriterien von Forschung zu diskutieren und immer wieder zu entscheiden, was in unzähligen Varianten quasi Tag und Nacht unser tägliches Brot darstellt. Egal welche Methoden man anwendet, man bezieht sich immer auf Gütekriterien, die, um Weiterdenken und Weiterforschen zu ermöglichen, transparent sein müssen. Schließlich sollten alle auch zustimmen können, wenn es darum geht, dass Methoden keinen Selbstzweck darstellen. Clemens Groneberg bat um konkrete Beispiele, welche Art von Soziologie betrieben werden solle. Hier begibt man sich natürlich auf dünnes Eis, und aus der riesigen Menge Auswahlen zu treffen, ist irgendwie willkürlich. Ich will es trotzdem versuchen, Clemens und vielleicht der Diskussion zuliebe. Es gibt in der Soziologie sehr viele Beispiele. Meine subjektive Auswahl geht jetzt auf drei Arbeiten schlaglichtartig ein. Die erste Arbeit ist eine Arbeit, die die Dateninfrastrukturen unseres Faches nutzt, und zwar die Deutsche Lebensverlaufsstudie. Thorsten Biemann, Annette Fassang, Daniela Gruno, 2011, Organization Studies. Es geht darum, wie mit den Daten der Lebensverlaufsstudie, die ja, wenn Sie so wollen, die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik und auch der DDR auch abbilden, Effekte wirtschaftlicher Veränderung im globalen Maßstab eben auf Veränderung beruflicher Karriere abgebildet werden. Dies wird hier sehr informativ beantwortet mit dem Einsatz von, wie ich finde, auch innovativen Methoden. Zweitens ein eher theoretisch ansetzendes Papier mit ebenfalls hervorragender empirischer Datenqualität: Wojtek Przepiorka, Lukas Norbutas, Renze Korten, Order Without Law. Es geht um Reputationsentstehung in Kryptomärkten für illegale Drogen. Hier geht es darum, dass in anonymen Umgebungen des Darknet eben nachgewiesen werden konnte, dass Reputation als Mechanismus zur Begünstigung der Vertrauensvergabe eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist eine Weiterentwicklung oder eine eine Absetzung von Thesen, die vorherrschen zur institutionellen und sozialen Einbettung. Also Reputation spielt da eine eigene Rolle. Das, finde ich, ist ebenfalls ein hervorragendes Beispiel von informativer Soziologie. Schließlich eine Fallstudie, eine qualitative Fallstudie, Diego Gambetta und Heather Hamill, 2005 erschienen, Streetwise. Es geht darum, wie in Alltagssituationen Taxifahrer in Belfast und in New York, und damals war Belfast in der Untersuchungsphase eben eine Stadt, in der es sehr starke Auseinandersetzungen gab, wo Taxifahrer eben ihre Kundschaft sehr genau anschauen mussten. Hier geht es darum, wie eben Taxifahrer und Taxifahrerinnen, ja ein häufig mit der Soziologie in Verbindung gebrachter Beruf, fälschlicherweise eben die Vertrauenswürdigkeit ihrer Kunden ermitteln. Ja, welche schlechten Studien gibt es? Auch hier ließen sich natürlich unzählige Beispiele anführen, die sich quantitativer und qualitativer Methoden bedienen. Aus der quantitativen Forschung muss ich die sogenannte Variablensoziologie nennen.
möglichst viele Variablen in eine Regressionsgleichung hineinzutun, macht eben keine gute Forschung aus. Im Gegenteil, wir wissen, dass sie zu Verzerrungen der Ergebnisse führen. Ebenso findet man auch in veröffentlichten Studien klare Fehlspezifikationen, das heißt, in Modellen werden die eigentlich untersuchten Prozesse gar nicht oder unzutreffend abgebildet, mit der Gefahr eben von inhaltlichen Fehlschlüssen übrigens häufig anzutreffen, wenn Kontextmerkmale in ihrer sogenannten Kausalwirkung untersucht werden sollen. Dies ist eine Fehlentwicklung, insbesondere wenn solche Beiträge dann im überlasteten Peer Review nicht entdeckt werden. Problematischer wird es sicherlich beim Trimmen von Ergebnissen auf statistische Signifikanz, das ganze Thema des Publication Bias, verursacht durch allzu sensationsheischende Forscherinnen und ein solches Auditorium. Generell, die Intransparenz des empirischen Vorgehens ist sehr problematisch, wenn es um das allgemeine Ziel geht, Ergebnisse nachvollziehen zu können. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse ist im Übrigen auch bei qualitativen Daten ein sinnvolles Desiderat. Manche Arbeiten schließlich in der Soziologie lassen sich bei aller Bereitschaft, mich vom Fremden im Bekannten inspirieren zu lassen, die lesen sich sehr danach, dass letztlich nicht mehr als das Offensichtliche in epischer Breite aufgeblasen wird. Am problematischsten ist es meines Erachtens aber, wenn die Forschungsergebnisse, nicht die Auswahl von Forschungsthemen, von normativen Ideen, wie die Welt zu sein hat oder nicht zu sein hat, beeinflusst wird, dann wird Soziologie immer mehr zu einer sozialen oder politischen Bewegung. Das mag man ja wollen, aber für die Soziologie als Sozialwissenschaft wäre das ziemlich desaströs. Am Schluss, wie versprochen, meine Idee, wie es weitergeht. Die Akademie für Soziologie verschwindet nicht wieder, wie sich das manche vielleicht wünschen. Dazu waren die Ursachen, die zur Gründung führten, zu offensichtlich und zu gravierend. Die beiden Fachgesellschaften werden lernen, miteinander umzugehen und ihre Potenziale zusammenzulegen. Es gibt schließlich wichtige Aufgaben, denen sich alle in der Soziologie zu stellen haben. Und so schließe ich nicht ganz bierernst gemeint und ohne Festlegung, welche Fachgesellschaft welchen Landesteil übernimmt, mit dem berühmten Willy Brandt-Zitat: nach 40 Jahren Spaltung, nun wachse zusammen, was zusammengehört. Interessant allerdings, dass er das gar nicht gesagt haben soll, wie hier bemerkt wird. Und damit danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dann fange ich auch gleich an. Ganz herzlichen Dank an den Kollegen Kroneberg für die Organisation dieser Veranstaltung und natürlich auch an alle, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Danke an die Kollegen und Kolleginnen, dass sie hier sind, aber vor allem, ich bin begeistert, dass der Raum so voll ist und auch jüngeres Publikum anwesend ist. Ich denke, die nächste Veranstaltung ist ja damit jetzt schon angekündigt. Also wenn nach 40 Jahren Spaltung dann das Verbindende wieder betont wird, dann sehen wir uns 2057. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich möchte selber zur Organisationsgründung der Akademie für Soziologie eigentlich nichts sagen. Erstens, weil ich nur 15 Minuten habe und zweitens aber auch, weil das, glaube ich, hier auf dem Podium dann verhandelt werden wird und drittens, weil es ja um unterschiedliche Wissenschaftsverständnisse und unterschiedliche Selbstverständnisse der Soziologie gehen soll. Und meine Beobachtung war tendenziell, das ist der einzige Satz dazu vorab, dass das Wissenschaftsverständnis oder die Differenzen im Selbstverständnis der Soziologie für die Organisationsgründung
sekundär waren. Ich glaube, ein Indikator scheint mir dafür zu sein, dass wenn man sich das Gründungsdokument anschaut, dass wenn das Wissenschaftsverständnis tatsächlich das zentrale Motiv gewesen wäre, dass dann etwas mehr Sorgfalt und ja, intellektuelle Kreativität auch in dieses Papier gegangen wäre. Deswegen glaube ich, gibt es andere Gründe, die primär sind im Vordergrund stehen, aber die können wir meinetwegen später verhandeln. Ich finde es aber gar nicht so relevant, sondern es geht vor allem um das Verständnis von das Selbstverständnis der Disziplin als Gesellschaftswissenschaft. Und dazu möchte ich etwas sagen. Und da ich schon vorweg annahm und jetzt noch überzeugter bin davon, dass ich hier für die Planstelle Soziologie als soziale Bewegung vorgesehen war, mag ich auch niemanden enttäuschen. Jetzt, wo Sie von mehr oder weniger weit her hierher gekommen sind, werde ich diese Rolle dann auch ausfüllen. Ich starte mit einer soziologischen Binsenweisheit, eigentlich die, glaube ich, zu den allgemein geteilten Wissensbeständen und Selbstverständnisbeständen der Soziologie gehört, nämlich, dass die Soziologie selbst Teil ihres Gegenstandes ist und das bringt sie in eine bestimmte, also in eine besondere Situation. Soziologische Praxis findet immer in einer besonderen Konstellation statt und deswegen würde ich sagen, wir wollen ja nicht polemisch sein, aber schon starke Thesen hier in den Mittelpunkt stellen, dass soziologische Praxis immer und für jede Soziologen, Soziologin ein Einsatz im Spiel der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Ob sie es wollen oder nicht und ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, soziologische Wissensproduktion ist ein Einsatz in gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen. Soziologische Wissensproduktion ist deswegen von vornherein meines Erachtens politisch in diesem Sinne Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Da geht es um Fragen des Politischen. Und wenn soziologische Wissensproduktion dort immer ein Einsatz ist, ob sie das intendiert oder nicht, dann ist sie unabhängig davon, ob sie jetzt sagt, wofür sie dieses Wissen verwendet haben möchte oder ob sie es gar nicht als politisch verwendbares Wissen dann betrachtet, ist sie immer meines Erachtens in diesem Sinne politisch. Und insofern würde ich auch sagen, die Imagination, jetzt können Sie unterschiedliche Teildisziplinen oder Paradigmen hier in Anschlag bringen, die Imagination einer autonomen wissenschaftlichen Sphäre, also die nach einem spezifischen Code programmiert ist, wahr, nicht wahr, oder auch die Vorstellung, die mehr realwissenschaftliche Vorstellung einer neutralen Gesellschaftswissenschaft ist meines Erachtens dann selber wiederum ein Akt der Entpolitisierung der eigenen Praxis. Wiederum, ob intentional oder non-intentional, wer behauptet, dass es eine autonome wissenschaftliche Sphäre gäbe, die geschützt werden müsse gegen sozusagen politischen Einfluss oder der Gesellschaftswissenschaft immer als neutral und auch als ein Gütekriterium die Neutralität postuliert, der oder die entpolitisiert willentlich oder unwillentlich die eigene Praxis. In diesen Kontext gehört für mich auch die Mystifizierung des berühmt-berüchtigten Wertfreiheitspostulats. Ich selber bin ein großer Adept von Max Weber, wehre mich aber gegen eine bestimmte, meines Erachtens auch interessierte Lektüre des Wertfreiheitspostulats, weil es klang gerade schon bei Thomas Hinz an, selbstverständlich gibt es immer nach Weber einen Wertbezug der Wissenschaft, nämlich in der Wahl des Forschungsgegenstandes, hat er ausdrücklich gesagt, aus der unendlichen Vielfalt des sozialen Geschehens betrachtet man unter einseitigem Gesichtspunkt ein bestimmtes Phänomen. Wofür man sich dann soziologisch interessiert, und das klingt ja ganz harmlos, ich interessiere mich für X oder Y, wofür man sich soziologisch interessiert, ist meines Erachtens eine abhängige Variable der Interessen des oder der Forschenden. Also für welchen Gegenstand, welche Fragestellung. Ob ich jetzt mich für Arbeitsmärkte interessiere oder für Weinmärkte. Und wenn ich mich für Arbeitsmärkte interessiere, ob mich dann die Matching-Prozesse zwischen Arbeitskräften und Betrieben interessieren oder die machtasymmetriegetriebenen Logiken kollektiven Handelns von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Das sind letztlich Fragen, die politisch sind, die per se politisch sind, einen bestimmten Ausschnitt aus der gesellschaftlichen Realität unter einem bestimmten Gesichtspunkt zu betrachten. Weber kann selbst das nur als Fußnote meines Erachtens kaum als Heros der Wertfreiheit herhalten. Es gibt einige Gegenevidenz, nicht nur seine starken Begriffsprägungen à la stahlhartes Gehäuse,
oder die Fachmenschen ohne Geist, dieses Nichts, ja, behauptet, sozusagen auf der höchsten Stufe der Menschheit angekommen zu sein, aber auch seinen offen liberal-nationalen Einsatz in seinem Spätwerk, und zwar nicht nur in den politischen Texten, sondern auch in den wissenschaftlichen Texten, machen ihn selbst jetzt nicht zum Idealtypus des wertfreien Wissenschaftlers. Die realwissenschaftliche Lesart des Wertfreiheitspostulats folgt deswegen meines Erachtens selbst einer spezifischen Wert- und Zweckrationalität. Kann ich gerne mehr zu sagen. Ich möchte, weil wir dazu gehalten sind, weil es auch eine breite Debatte dazu gibt, etwas zu den Gütekriterien soziologischer Praxis sagen. Ich würde mich einigen der Gütekriterien, die genannt wurden, sogar anschließen. Was heißt das sogar? Anschließen. Aber ich möchte mein Metakriterium hier in Erfüllung meiner Rolle anbringen als oberstes Gütekriterium, nämlich die gesellschaftliche Relevanz soziologischer Forschung. Sprich, Forschung zu Matters of Concern, wie Bruno Latour das genannt hat, Dingen von Belang. Das sind für mich die großen Fragen. Dinge von Belang sind die großen Fragen, mit denen sollte sich Soziologie auseinandersetzen. Und große Fragen meint aber nicht unbedingt, großformatige Gesellschaftsdiagnosen produzieren zu müssen, Bindestrich Gesellschaftsbegriffe konstruieren zu müssen. Finde ich auch eine gute Sache, ja. Aber muss nicht unbedingt sein. Große Fragen brauchen nicht immer große Begriffe, sondern das Große im Kleinen aufzuweisen. Das Gesellschaftliche am sozialen Geschehen, das könnte man als Nicht-Soziologin denken, tautologisch, ja, aber das Gesellschaftliche am Sozialen aufzuzeigen, das Große im Kleinen aufzuweisen, das ist für mich das zentrale Gütekriterium für dann eben gute soziologische Forschung. Gute Soziologie zehrt in diesem Sinne von C. Wright Mills' Sociological Imagination. Und das heißt, die Verortung des vermeintlich individuellen Phänomens in einem gesellschaftsstrukturellen Problemhorizont. Und das ist definitiv aus meiner Sicht etwas anderes, als der Logik der Aggregation zu folgen und auf diese Weise sich die Makroebene des sozialen Geschehens zu erschließen. Das ist etwas anderes. Dabei, also bei in diesem Sinne gesellschaftlich relevanter Forschung, kann soziologische Wissensproduktion methodisch auf vielfältigste Weise vorgehen. Auf vielfältigste Weise. Es gibt keinen One Best Way oder das eine soziologische Modell. Relevante Soziologie kann vor allen Dingen ganz unscheinbar daherkommen. Ich habe schon gesagt, die großen Fragen brauchen keine große Soziologie und brauchen auch keine Leibniz-Preise. Sondern, das war eins zu viel, sie kann unscheinbar daherkommen. Ich würde aber sagen, sie kommt eher nicht daher im Gewand des Normformats von vielen soziologischen Fachbeiträgen, die der Logik folgen, Problem, Puzzle heißt das dann immer in der internationalen Literatur, Problem, dann Theorie, die meistens keine Theorie ist, die diese Bezeichnung verdient, Hypothesen, Methode, Daten, Analyse, Diskussion, dann Grenzen der eigenen Forschung und ja, further research needed. In der Regel wird in diesem Format nicht, wäre meine Behauptung, gesellschaftlich relevante Soziologie produziert. Und damit eben auch nicht unbedingt, beziehungsweise sogar eher nicht in sogenannten A-Journals, hingegen manchmal sogar auf Deutsch. Das mag jetzt hier überraschen, aber kommt vor. Und da wir ja gehalten waren, ich habe das genauso gemacht wie der Kollege Hinz, ich habe jetzt das Negative sozusagen allgemein klassifiziert, ja, dieses Normformat des soziologischen, sozialwissenschaftlichen Beitrags. Und zu den positiven Beispielen, da darf man natürlich Namen nennen, Ross und Reiterin. Und da nenne ich jetzt mal, und jetzt Überraschung, kein A-Journal, die WSI-Mitteilung. Weiß nicht, wer sie kennt, ist ehrlich gesagt auch subjektiv gefärbt, selbstverständlich, die Auswahl ist arbiträr. Ich sitze im wissenschaftlichen Beirat dieses Peer-Reviewed, Double-Blind Peer-Reviewed Journals. Und dieses Journal zeichnet sich dadurch, dass es explizit an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis operiert, jetzt zugegeben gewerkschaftlicher Praxis, und insofern häufig lesbare, auch für Normalsterbliche lesbare Beiträge enthält, die, behaupte ich, relativ häufig das Gütekriterium gesellschaftlich relevanter Forschung erfüllen. Und ich möchte nur kurz ausschnittweise und arbiträr, genau wie es bei Thomas Hinz auch der Fall war, aus Heft 5 2018 zu Dynamiken der sozialen Ungleichheit
drei Beiträge nennen. Barbara Binder und Andreas Haupt, Nachwuchswissenschaftlerinnen aus Karlsruhe, Wohlstand für alle. Fantastischer kleiner Beitrag, keine große Soziologie, fantastische kleine Soziologie, wo das Große drin aufscheint, die nämlich zeigen, wir haben eine öffentliche Debatte, die besagt, seit 2005 haben sich die Ungleichheitsrelationen in der Bundesrepublik Deutschland, die Einkommensungleichheiten nicht mehr verändert, sind stabil, seltsamerweise keine zunehmende Ungleichheit. Und die beiden zeigen sehr schön mit ZÖB-Daten, dass wenn man Arbeits- und Sozialeinkommen auseinanderhält, dass es da eine Überlagerung gibt und dass die Renteneinkommen sehr viel damit zu tun haben, dass es anscheinend keine zunehmende Ungleichheit in der Bundesrepublik gegeben hat in den letzten 10 bis 12 Jahren. Dann die Kollegin Anja Weiß, Duisburg-Essen, mit einem Beitrag, der konzeptionell ist, aber auf umfangreicher qualitativer Empirie aufbaut, die die Debatte um die globalen sozialen Ungleichheiten erweitert um das Konzept von sozialräumlicher Autonomie und eine sozusagen nicht nur Einkommens- oder materielle Ungleichheitsperspektive einnimmt, sondern eine Perspektive sozusagen, inwiefern, welche Chancen haben Haushalte, sich zu emanzipieren von dem Territorium, auf dem sie angesiedelt sind. Und das ist eine Dimension von nationalen, aber auch globalen sozialen Ungleichheiten, die mir ganz entscheidend zu sein scheint. Und dann ein Beitrag von Cornelia Kopetsch von der TU Darmstadt, die sehr relevante öffentliche Diskussion um die Frage, was passiert da eigentlich im rechtspopulistischen Feld, nochmal anreichert durch die Theorie politischer Mobilisierung von Pierre Bourdieu, inspirierte Analyse. Und die sagt, wenn es die Abgehängten sind, die dort die zentralen Akteure und Akteurinnen sind, dann in dem Sinne, dass sie ihr symbolisches Kapital nicht mehr verwerten können. Also unterschiedlichste, auch methodisch unterschiedlichst angelegte Beiträge in einem Heft kann man sich runterladen als PDFs. Ich schließe. Meines Erachtens ist die zentrale Frage, Geoffroy de Lagasnerie hat es die gerade gestellt, in einem Buch, über das man geteilter Meinung sein kann, Denken in einer schlechten Welt, aber die zentrale Frage scheint mir zu sein, wozu ist das, was wir tun, eigentlich gut? Und meines Erachtens, ich habe das gesagt, es ist dazu gut, wenn es gut ist, gesellschaftlich relevantes Wissen zu produzieren, das sich seiner Politizität bewusst wird. Wer soziologisches Wissen produziert, ist gesellschaftlich engagiert. Er hat die Entscheidung getroffen, er oder sie hat die Entscheidung getroffen, in Gesellschaft zu intervenieren. Und in unserem faktischen Engagement stehen wir Soziologinnen, ich vergemeinschafte jetzt einfach mal hier unangemessenerweise, in unserem faktischen Engagement, also dass wir eigentlich nicht vermeiden können, stehen wir Soziologinnen kollektiv, individuell und stets aufs Neue vor der Entscheidung. Entweder unser Engagement, unser faktisches Engagement in der und durch die soziologische Wissensproduktion als solches zu negieren. Und das ist quasi ein paradoxes Engagement gegen das Engagiertsein. Ja, man engagiert sich, um den Eindruck zu vermeiden, man sei engagiert, was man aber tatsächlich ist. Oder aber zu unserem jeweiligen Einsatz im gesellschaftlichen Spiel zu stehen, weil das Engagement gegen das Engagiertsein meines Erachtens ein Engagement für das Bestehende ist. Und das ist dann eben die Frage, ob man für oder gegen das Bestehende Wissenschaft betreibt. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, weil es doch jetzt eine Menge an Facetten waren, die angesprochen wurden, bezogen auf die Akademie, bezogen auf das Werturteilsfreiheitspostulat, auf die Art und Weise, in der wissenschaftliche Forschung am besten vorgeht, dass wir vielleicht doch thematisch mal beginnen mit dem Thema der Werturteilsbezogenheit von soziologischer Forschung und danach sozusagen schrittweise die anderen Themen abarbeiten, damit es nicht ganz so durcheinander geht. Wer von Ihnen drei mag vielleicht mal zunächst dazu Stellung nehmen? Ja, Frau Bohlhaus-Sahm? Also ich finde, Stefan, ich finde das zu einfach, sozusagen diesen Umgang mit dem Problem der Werturteilsfreiheit. Und ich finde auch nicht, dass es irgendwas löst und man sagt, naja, Weber war ja selber auch nicht werturteilsfrei. Darum geht es ja nicht, wie er als Person war oder ob er in seinen Texten widersprüchlich ist. Sondern die Frage ist, ob man mit der
mit der Analyse was anfangen kann, die er in seinem großen sozusagen Aufsatz zur Methode der Sozialwissenschaften vorgelegt hat. Und ich denke, es ist eine ganz zentrale und auch nach wie vor relevante Einsicht, dass er verknüpft die Frage der Objektivität von Wissenschaft, die er ja selber nicht als ein Faktum, sondern als ein Ziel beschreibt, sozusagen, dass er sie unmittelbar verknüpft mit der Frage der Methode. Dass nämlich das, was man forscht, wie er sozusagen in dem Text schreibt, auch für einen Chinesen nachvollziehbar sein muss. Und das heißt natürlich nicht, dass die Chinesen schwerer von Begriff sind, sondern dass es sozusagen auch transkulturell nachvollziehbar sein muss, wie man zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Und ich finde es eine sehr wichtige Einsicht, wobei noch nicht gesagt wird, wie gelingt einem das, wie gelingt einem sozusagen der Transfer der methodischen Zugänge, der Begrifflichkeit und so weiter. Und ich finde, gerade wenn man wie du sagt, Wissenschaft ist selber oder Soziologie ist selber politisch, dann ist, glaube ich, diese Frage, die Beschäftigung mit der Werturteilsfreiheit umso relevanter, weil wir es an der Universität ja ständig sozusagen mit Studierenden, mit Doktoranden, Doktorandinnen zu tun haben, die ähnliche Fragen umtreiben, wie uns sie selber auch politisch umtreiben und die sich sozusagen nahe an bestimmten politischen Bewegungen, sozialen Bewegungen fühlen, aber umso wichtiger, glaube ich, ist sozusagen die Klärung oder die Auseinandersetzung mit der Frage der Werturteilsfreiheit, weil man sonst einfach nur den Common Sense oder riskiert, sozusagen den Common Sense der eigenen Bezugsgruppe, den Common Sense des eigenen Milieus gewissermaßen wissenschaftlich nochmal zu verstärken. Und das ist, glaube ich, also ich erlebe das jedenfalls in meiner Tätigkeit an der Universität als eine große Gefahr, wo Studierende sozusagen mit den besten Absichten kommen, irgendeine kleine Studie machen wollen, in der sie eigentlich schon wissen, was rauskommt, nämlich dass man Rassismus bei Lehrern in Ostdeutschland, also ich komme aus Leipzig, wie Sie gehört haben, nachweisen will, ja, und wo im Grunde genommen die Frage der eigenen Distanz zum Gegenstand, die Frage sozusagen des Einbaus von Reflexivität, ohne dass man ein bestimmtes politisch verstandenes Ergebnis schon vorwegnimmt, sozusagen gar nicht mehr reflektiert wird. Und ich glaube, gerade wenn man sich selber ins politische Handgemenge einmischen will, ist diese Frage sozusagen der eigenen Distanznahme umso entscheidender. Ja, Herr Schauer, dann sammeln wir. Ja, Herr Kronrubik, Sie haben jetzt eine Frage rausgegriffen, die im zweiten Vortrag Thema war. Wir haben 30 Minuten aber zwei polare Programme gehört. Ich würde deswegen, bevor ich auf die Werturteilsfreiheit eingehe, auch die beiden Vorträge kurz kommentieren. Liebe Kollegen, nach diesen beiden Vorträgen würde ich nicht Soziologie studieren wollen. Geboten wurde uns in diesem Saal doch eine auf der einen Seite leidenschaftlich politisierte Wissenschaft, die mir persönlich nicht vollständig entschlossen scheint, eine Wissenschaft sein zu wollen, und auf der anderen Seite eine eher leidenschaftslose buchhalterische Wissenschaft, die ihre Tatsachen in Faktenordnern abheftet. Das war sozusagen die Alternative, und die eine arbeitet mit Bekenntnissen, normativen Bekenntnissen, und stellt sich damit ganz auf die Seite bestimmter Parteien in der Gesellschaft. Und die andere scientistische Position vertritt eine ganz enge Wissenschaftstheorie. Für mich sind beide im Grunde genommen stark Ideologie bestimmt. Die große Mehrheit der SoziologInnen in Deutschland gehört keinem dieser Lager an. Sondern es gibt eine bunte Menge von Unorthodoxen, die Soziologen sind ausgesprochen unorthodox eigentlich, die für ihre jeweiligen Forschungsgegenstände von dem breiten Angebot ihres multiparadigmatischen Faches profitieren wollen. Bei den bislang gehörten, den beiden Angeboten, die wir hier gehört haben, fehlt mir die Kreuzung, die wissenschaftliche Leidenschaft. Also Neugier auf soziale Phänomene habe ich nicht richtig hören können. Faszination an der widersprüchlichen Komplexität der Gesellschaft. Lust an gesellschaftstheoretischer Fantasie, an Erfindungsreichtum. Und soziologische Imagination, Stefan, du hast sie erwähnt, ja, historisch und kulturell andere Wirklichkeiten sich überhaupt vorstellen zu können. Solche Dinge, die klingen für mich nach interessanter Soziologie, weshalb ich so ein Studium dann gerne nochmal anfangen würde. Die Veranstaltung sieht bisher so aus, und ich weiß nicht, ob das intendiert war, als ob sich eine politisierende und eine wissenschaftliche Soziologie hier konträr gegenüberstünden. Das ist Unsinn.
was sich gegenübersteht, was den aktuellen professionspolitischen Konflikt ausmacht, ist der Gegensatz zwischen einer eng geführt scientistischen Soziologie und einer pluralistischen Soziologie, so wie sie zum Beispiel die amtierende Vorsitzende der DGS auf unserem letzten Kongress in Göttingen dargestellt hat. Sie sitzt gar nicht auf dem Podium hier. Also das, glaube ich, ist zur Richtigstellung erstmal angesagt. Jetzt zum Werturteilsproblem, also dem Vortrag von Stefan Lessenich, Fragen vom Belang. Ich bin völlig einverstanden, Stefan, man könnte in der Tat ernsthaft darüber reden, ob man das als Gütekriterium mal expliziert, also nicht nur propagiert, sondern auch Gedanken macht, was für Folgen das haben könnte. Es gibt drängende gesellschaftliche Probleme, die in der Tat nach geschlossener soziologischer Kompetenz verlangen, also nach dem genauen Gegenteil einer organisatorischen Abspaltung, so wie wir sie erlebt haben. Wir brauchen viel mehr Kompetenz für das, was da an Problemen drängt. Aber auf der anderen Seite, und da bin ich eher auf der Seite von Thomas Hinz, gibt es einfach ungelöste soziologische Probleme und die müssen in einer Wissenschaft immer Vorrang haben vor gesellschaftlichen Problemen. Du teilst hier, finde ich, mit Thomas Hinz eine Sehnsucht nach Entdifferenzierung. In den Statuten der sogenannten Akademie ist es ja der Wunsch nach verständlicher Soziologie, der ist ganz ähnlich wie das politisierende Motiv. So ein Wunsch exkludiert nämlich den größten Teil einer jeden Wissenschaft, die ein Recht auf ihre eigene Fachsprache hat, also auf Unverständlichkeit. Auch teilt ihr beide das normative Ideal der Weltverbesserung, Make the world a better place, heißt es auf der Homepage der Akademie. In beiden Hinsichten gibt es wie bei anderen radikalen Positionen, so wie ihr sie vertreten habt, oft gar keinen so großen Unterschied zwischen euch beiden. Zum Zweiten, das systematische Argument, was du machst, Stefan, dass die Soziologie Teil der Gesellschaft ist, das wäre mir zu ungenau. Denn die Gesellschaft ist nur ein spezieller Gegenstand der Soziologie. Wir untersuchen Interaktionen, Organisationen, Netzwerke, Gruppen, whatever. Zweitens, keine Wissenschaft gehört der Gesellschaft nur politisch an. Nicht? Also wir sind auch durch ökonomische Bedingungen an die Gesellschaft geknüpft, durch familiale Konstellationen, ja, die Hälfte der Professorinnen ist kinderlos, durch kulturelle Bindungen sind wir dem Alltagswissen, dem kulturellen Basiswissen unserer Gesellschaft verbunden. Die Politik so zentral zu setzen in dieser Liste ist völlig willkürlich. Drittens, jede Wissenschaft arbeitet angesichts dieser gesellschaftlichen Bindung zuallererst an ihrer Ausdifferenzierung und das heißt an ihrer Professionalisierung. Und erst in einem zweiten Schritt können wir uns um Rückbindung an die Gesellschaft bemühen. Das tun wir durch unsere Lehrtätigkeit, das tun wir durch Beratung von Politikern und Organisationen, das tun wir durch sozialwissenschaftliche oder essayistische Publizistik. Damit wir der Gesellschaft überhaupt etwas zu bieten haben, aber brauchen wir Distanz. Und zwar viel mehr Distanz als bloß eine kritische Haltung zur Gesellschaft, eine politisch kritische Haltung. Wir brauchen sehr viel mehr Distanzierung. Und die fehlt für meine Begriffe in vielen Hinsichten, gerade auch der quantitativen Sozialforschung, diese Distanz. Sie hat so gut wie keine kultursoziologische Distanz zum Alltagswissen. Sie ist in ihrer Politiknähe meines Erachtens viel zu wenig Grundlagenforschung, um umfassend professionalisierte Soziologie zu sein. Thomas Hinz mag meinen in dieser Kontroverse, die wir eben gehört haben, dass du, Stefan, dich sozialen Bewegungen anbietest. Die Akademie für Soziologie bietet sich politischen Auftraggebern an. Beides hat mit Grundlagenforschung gar nichts zu tun. Ja, ich will jetzt... Genau, vielleicht erst Stefan Lessenich gerne die Gelegenheit zur Erwiderung geben, bevor ich weitergebe, einfach relativ viel sich angesammelt hat. Ja? Ja, wobei ich jetzt nicht auf alles Bezug nehmen möchte. Ich finde erstmal, der erste interessante und positive Befund ist, dass jetzt schon deutlich wird, dass es diverse Konfliktachsen in der Soziologie gibt, diverse, die sich in keiner Weise durch irgendeine zentrale Konfliktachse zwischen Akademie für Soziologie und DGS als irgendwie wiederum homogener, monolithischer Block sei es, dass man sagt, da geht alles, ja, da ist alles möglich und jeder akzeptiert alles. Diese Konfliktachse gibt es nicht. Das ist eine von vielen und auf dem Podium ist es gerade deutlich geworden. Und wiederum zu der Positionierung von Stefan Hirschauer wird es begründete Widerrede geben können, nicht nur von mir. Also das finde ich erstmal positiv, weil es ein bisschen auch, ich meine, das wird jetzt wieder reinkommen, aber weil es ein bisschen von diesem ja, Empörungspotenzial und sozusagen dieser wechselseitigen Verdachtshaltung zwischen Akademie und DGS vielleicht nehmen könnte, weil dieses Fach ist extrem divers. Jetzt kann man natürlich sagen, was Thomas Hinz sagt oder was Stefan Lessenich sagt, würde mich nicht zum Studium animieren. Das kann ich von den vier anderen hier auch sagen. Jenseits dessen ist aber meines Erachtens schon
schon das Interessante und Relevante, dass es offensichtlich Menschen in dieser Gesellschaft gibt, Studierende, die sowohl deine Position interessant finden und oder wie auch meine, ja? Und das zum Anlass nehmen, Soziologie zu studieren. Das finde ich das Tolle am Fach. So, zu dem anderen Punkt oder zu euren beiden Interventionen nur kurz ein vielleicht Missverständnis auszuräumen. Ich habe überhaupt nicht argumentiert, die Werturteilsfrage nicht ernst zu nehmen, sondern ich habe gesagt, jeder muss sie reflektieren und kann sich sozusagen nicht a priori qua Methode darauf berufen, dass er oder sie in ihrer Forschung dieses Postulat erfüllt. Sondern ich bin ausgegangen von dieser Fragestellung, mit welchem Interesse geht man an den Gegenstand ran, was sucht man aus. Und das ist für mich schon die primäre, und das hat auch Weber gesagt, das hat immer einen Wertbezug. Ja, das hat nicht nur zweckrationale Gründe, sondern es hat immer auch Wertrationalität. Und wenn wir davon ausgehen, dann gilt es für alle Forscherinnen gleichermaßen. Und dann ist es tatsächlich extrem entscheidend, auch zu sagen, wenn ich jetzt Rassismus von Lehrerinnen in Ostdeutschland analysiere, dann muss ich mir meine eigene Position als Soziologe, Soziologin, meine Wissensbestände reflexiv bewusst werden und meine Arbeit eben dann aber auch als eine in diesem Sinne politische wahrnehmen. Und es ist genauso, wie wenn man sagt, ich analysiere nur Großdatensätze. Ja, und nach einer bestimmten Methode total raffiniert. Das ist auch eine Wertentscheidung. Und das wollte ich sagen. Und nicht die Werturteilsfreiheit sozusagen ridikulisieren als Problematik. Und ein zweites Missverständnis, dann bin ich auch schon fertig, zweites Missverständnis bei Stefan Hirschauer. Es geht mir nicht, also weder darum, die Soziologie zu entdifferenzieren, dass alle dasselbe machen und sozusagen dieselben, ja, Ziele mit ihrer Forschung verbinden. Und ich habe ja das Beispiel genannt, dass man beispielsweise Arbeitsmarktsoziologie auf unterschiedlichste Weisen betreiben kann. Und selbstverständlich ist es genauso relevant, dass man in Gesellschaft Teil von Familien ist, von Betrieben, von Glaubensgemeinschaft, von allen möglichen Organisationen und Wertsphären. Da geht es gar nicht um Entdifferenzieren, sondern bei allen diesen Analysen, egal ob Familiensoziologie oder Betriebssoziologie, ja, geht es meines Erachtens darum, klarzumachen, was eigentlich die Fragestellung ist und warum. Ja, und das müsstest du sozusagen in diesem Sinne genauso tun, ohne dass du an deiner eigenen Forschung irgendwie was drehen müsstest, um einem Entdifferenzierungspostulat Genüge zu tun. Herr Bundesser, eine Frage, die natürlich im Raum steht, ist, oder eine These, dass die empirisch-analytische Soziologie in der Auswahl ihrer Fragen und ihrer Untersuchungsgegenstände weniger politisch reflektiert manchmal vorgeht und damit implizit dazu beiträgt, eigentlich eher die herrschenden Verhältnisse zu unterstützen. Also ist sozusagen dieser Entscheidung für die entpolitisierte Wissenschaft tatsächlich auch ein politischer Akt. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen verwirrt bin über die Debatte hier, denn es geht durcheinander von Anfang an und jetzt schon wieder. Die Sache mit der Akademieausgründung einerseits und diese methodologische Debatte andererseits. Und das möchte ich ein bisschen ordnen, das Ganze. Ich meine, es ist kompliziert dadurch geworden, es ist ja jetzt auch öfter betont worden, mein Gott, das ist ja richtig anstrengend hier, nämlich, dass die Akademie so eine Art von Verein ist für standardisierte Sozialforschung, nicht in der Lage wäre, über ihre eigenen Gegenstände zu reflektieren, nicht über ihre Methodologie und Grundlagen, nicht über die Folgen des Ganzen, nicht bewusst sein könnte, dass ihre Ergebnisse möglicherweise auf den gesellschaftlichen Prozess selber zurückwirken, dass sie ihre Methoden nicht reflektieren könnten und so weiter und so fort. Das kann man näher nachlesen an verschiedenen Stellen. Die DGS hat da einen interessanten Blog ablaufen lassen und später gab es ja auch noch Äußerungen dazu. Was mir dazu ganz grob nur eingefallen ist, wieso spricht man das uns ab? Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ich meine, ich reflektiere jeden Tag, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meiner Freizeit, die ich habe?
welches Thema nehme ich denn? Und das ist natürlich eine schwierige Frage, denn man will ja auch was bewirken mit der ganzen Sache, aber als alter Sack, der die ganzen neuen Methoden nicht mehr kann, machst du doch lieber, schreibst du doch mal ein Essay über die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung und arbeitest dich mal 3 Jahre ein und dann weißt du vielleicht was mehr als die anderen. So, das ist, also ich verstehe nicht diese Auseinandersetzung zwischen dass man abspricht, bestimmten Gruppierungen, bestimmten Ansätzen über diese Grundlagen zu reflektieren, denen ich zustimmen kann. Die Wissenschaft hat eine Wertbasis, das ist natürlich klar. Und darum geht es bei der Akademiegründung eigentlich. Nämlich zu sagen, das hat mit dem Wertproblem zu tun. Max Weber hat eigentlich im Kern nur Folgendes gesagt. Die Interessen entscheiden nicht über den Wahrheitsgehalt einer Aussage. Und das muss kontrolliert werden. Man kann das nicht verhindern, man weiß es nie, aber es muss kontrolliert werden nach allen Möglichkeiten. Mehr sagt er nicht. Ihr ganzer Vortrag, da hätte ich Sie, wenn Sie das in der Klausur zur Wissenschaftstheorie in der Zwischenprüfung gemacht hätten, hätte ich Ihnen nicht viele Punkte geben können, muss ich ehrlich sagen. Und das gilt für manche andere Debatte, die ja auch noch gelaufen ist. Ich möchte aber eins noch sagen, hoffentlich habe ich die Gelegenheit dazu. Ich möchte auch zu dem anderen Aspekt gleich noch was sagen, nämlich wie habe ich selber diese Gründung erlebt? Zu der institutionellen Frage kommen wir dann noch. Genau. Ja, okay. Ja. Mal noch zu der Werturteilsfrage, Herr Thomas Hinz. Ja, zwei Bemerkungen. Die eine schließt ein bisschen an das an, was Hartmut Esser gerade gesagt hat. Also ich denke auch, dass das die wirklich nicht mehr zutreffende und auch nicht mehr also irgendwie dauernde Wiederholung davon, dass also wir, die in der Akademie alles Fliegenbeinzähler wären, die theorielos irgendwie ihre Ergebnisse abheften. Und das ist ein vollkommener Quatsch, das ist eine Fehlwahrnehmung und das ist irgendwo auch eine bewusste Diffamierung, die ich irgendwo auch nachvollziehen kann, aufgrund der Ausgangssituation, die ich geschildert habe. Es ist eben so, dass sich jetzt die Akademie gegründet hat mit Zielsetzungen, die vor allen Dingen professionspolitischer Natur sind. Und ich glaube, wenn ich deinen Aufsatz deiner Zeitschrift für theoretische Soziologie richtig verstanden habe, dass da sogar zwischen uns eine gewisse Übereinstimmung in der Einschätzung der Professionalität der Soziologie, wie sie sich in der gesamten Gesellschaft irgendwie aufstellt, besteht. Ja, das glaube ich. Und deswegen gibt es die Akademie und nicht, weil wir als Fliegenbeinzähler nicht mehr in der DGS uns wohlgefühlt hätten etc. Das ist eine wirkliche, es ist ein Unsinn. Genauso wie es ein Unsinn ist, zu sagen, dass eine Anbiederung an Politik uns zu unterstellen, also das ist genau, wie es Hartmut gerade ausgeführt hat, eher umgekehrt, dass man, wenn man zu viel die gesellschaftspolitische Relevanz von Forschungsthemen in den Mittelpunkt stellt, wie es eben Stefan Lessenich getan hat und ihr beide das ja auch im Prinzip kritisiert habt, dann gerät man in die Situation, irgendwann auch reflektieren zu müssen, wer sagt denn eigentlich, was gesellschaftlich relevante Forschung ist. Und es gab genug soziale Kontexte, in denen gesagt wurde, dass man sich eben mit Marx und Engels Interpretationen aus gesellschaftlicher Relevanz heraus beschäftigen muss. Also es geht darum, dass in der Akademiegründung es geht wirklich um die Freiheit der Wissenschaften auch. Ja. Es geht nicht darum, irgendwo kleinkrämerische Bürokratenforschung zu betreiben, sondern es geht darum, dass wir denken, dass die Soziologie zu vielen sozialen Problemen, die irgendwie unterschiedlich in ihrer Relevanzbewertung diskutiert werden, in einer freien Gesellschaft. Und das ist sehr wichtig, das zu betonen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, was wichtig und was unwichtig ist. Und in diesem Zusammenhang gibt es Entscheidungen und glücklicherweise haben wir in Deutschland eine DFG beispielsweise, bei der wir alle Forschungsthemen einbringen können und es gibt nicht nur, wie in anderen Ländern, Systeme, in denen die gesellschaftspolitische Relevanz mehr oder weniger durch ein Ministerium vorgegeben wird und ausgerufen wird, wir forschen jetzt alle nur noch zum Klimawandel, der ohne Zweifel sehr wichtig ist, oder zu anderen, zu Rassismus in Sachsen. Ja? Also es geht darum, dass wir mit der Akademiegründung etwas völlig anderes, als hier der Kollege Hirschauer eben immer wieder auch irgendwie als die alten weißen Mannheimer Männer, als die er uns darstellt irgendwo, das ist
Also es ist lustig irgendwo vielleicht, aber es ist irgendwo vollkommen an der Sache vorbei. Also ich würde wirklich mal gerne deinen Vortrag jetzt kommentieren dürfen, Thomas. Bitte? Noch keiner hat deinen Vortrag kommentieren dürfen. Und ich würde auch die Klage der beiden Kollegen gerne beantworten. Die war ja heftig, nicht? Wie sie sich verleumdet fühlen und angegriffen und diffamiert, hast du gesagt, Thomas. Und ich würde das gerne gerade rücken. Und auch den Vortrag von Thomas Hinz gerne bei der Gelegenheit. Also es geht, glaube ich, nicht darum, die Vorträge in Gänze auf einmal zu kommentieren, weil wir sonst das Durcheinander haben. Also wir sollten jetzt schon vielleicht direkt einfach in Replik eine Erwiderung darauf, aber gerne, ja. Mhm. Ja, das schließt unmittelbar an. Ja. Also Professionalitätskrise hast du diagnostiziert, Thomas. Ich kann die nicht erkennen. Also einmal ist Krisenhaftigkeit der Betriebsmodus aller Wissenschaft. Die Infragestellung von Grundlagen, die Verstetigung des Zweifels, der verstetigte Sachkonflikt, Meinungsstreit ist Konflikt, ist Sachkonflikt. Professionalisierung, das habe ich eben zu Stefan Lesse nicht gesagt, ist für meine Begriffe, also Professionalisierung ist eine unabschließbare Daueraufgabe der Ausdifferenzierung. Nur, und jetzt kommt der erste Widerspruch, ein multiparadigmatisches Fach wie das unsere verfolgt konkurrierende Projekte der Professionalisierung. Ja, es gibt verschiedene Fachsegmente, die theoretische, die quantitative, die qualitative und auch die Public Sociology. Die haben divergierende Vorstellungen von wissenschaftlicher Güte und von Professionalitätsmängeln. Das heißt, sie profilieren selektiv ihre Professionalität. So muss man die Soziologie beschreiben. Zweitens, was bisher geschah, das sehe ich ganz anders, als Thomas Hinz das dargestellt hat. Die Gründung eines Vereins für empirisch-analytische Soziologie wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Die Akademie trat aber von Anfang an als umfassende Fachgesellschaft der Soziologie insgesamt auf, obwohl es sich eigentlich nur um eine mehr oder weniger radikale Abspaltung innerhalb der quantitativen Forschung handelt, die seitdem versucht, sich auf Kosten der großen Mehrheit der deutschen Soziologinnen zu profilieren. Man hat da zum Beispiel, und da muss ich schon dran erinnern, den soziologischen Grundbegriff der sozialen Konstruktion mit Fake News gleichgesetzt. Thomas Hinz hat öffentlich, wie er sagte, wissenschaftliche Analysen der Akademie von traditioneller Soziologie seiner Fachkolleginnen distinguiert. Oder der fürs DFG-Fachkollegium nominierte Jürgen Gerhardt, von der Akademie nominierte Jürgen Gerhardt, ein sehr respektierter Kollege, hat uns im DGS-Konzil erklärt, die Akademiegründung sei ein Fall von stratifikatorischer Differenzierung. Das heißt, in der Akademie findet sich die Oberschicht der Soziologie. Solche und viele, viele andere Äußerungen haben deutlich gemacht, dass sich die Akademie tatsächlich als die wissenschaftliche Soziologie in der Soziologie versteht. Also jene gut 200 Personen innerhalb dieser 3200 anderen, die in der DGS organisiert sind. Und hat sich auf diese Weise immer distinguiert von einem in weiten Teilen unwissenschaftlichen und halbprofessionellen Fach. So hat man ein Jahr lang in den Wald hineingerufen und dann schallte es auch ein bisschen zurück. Und nun heißt es, es findet Diffamierung statt. Das ist komisch. Die Akademie versammelt für meine Begriffe einen mehr oder weniger orthodoxen Teil der quantitativen Sozialforschung, der in meinen Augen hochrespektable Arbeit leistet, der sich aber auch kolossal selbst überschätzt. Stellen Sie sich vor, die Chirurgen würden eine Gesellschaft für wissenschaftliche Medizin oder für avancierte Medizin gründen, um dieser Quacksalberei der Internisten, der Psychiater, der Gynäkologen und Pädiater endlich ein Ende zu setzen. Nicht, es ist leicht erkennbar, das ist anmaßend und es ist auch lächerlich. Ja? Also, die Einheit der Soziologie, die gerade die Einheit so eines Faches, wie wir das sind, beruht, genau wie die der Medizin, auf der Anerkennung eigener Kompetenzgrenzen und der Anerkennung fremder Kompetenz. Genau diesen Konsens hat die Akademie auf ganzer Linie aufgekündigt. Sie gebärdet sich als soziologische Leitkultur. Sie hat sich auf gut Deutsch wie ein Schwanz verhalten, der mit dem Hund wedelt. Vielleicht ganz kurz, weil es mir jetzt doch eher als rhetorisch brillant, aber vorbereitete Erwiderung erscheint, als spontane Äußerung zum Vortrag von Thomas Hinz, würde ich vielleicht, damit wir einfach im diskursiven Modus stärker bleiben, den Ball einfach mal zurückspielen. Also die These ist, dass schon der Habitus der Akademie derjenige ist, methodisch stringenter vorzugehen, rigoroser, mehr Wissenschaftlichkeit. War das sozusagen sozusagen das Hauptmotiv der Gründung? Vielleicht Hartmut Esser dazu. Da wollte ich sowieso was zu sagen.
Ich meine, ich habe ja genug mich geäußert zu den methodologischen Fragen. War für viele ein bisschen lang, glaube ich. Ja, musste man bis zum Ende durchlesen. Und die Antireaktion, die ich bis jetzt gekommen ist, hat gesagt, es wären handwerkliche Schnitzer in meinem Beitrag über die Engführung. Und ich sage nur, das habe ich mit Wohlwollen wahrgenommen, denn handwerkliche Schnitzer heißt, der Inhalt stimmt. So habe ich sie wahrgenommen. Ich hab den Text heute Mittag bekommen und musste mit dem Hund noch ein Stück spazieren gehen. Es war schwierig. Herr Strübing, ich lese mir durch, aber ich glaube nicht, dass ich darauf antworten werde. Es muss es vielleicht in 2 Jahren oder so. Aber was ich sagen wollte ist, worum geht es denn eigentlich letztlich? Es geht darum zu sagen, natürlich sind wir ein multiparadigmatisches Fach, selbstverständlich. Wir brauchen das auch. Und deshalb bleibe ich auch in der DGS, nicht nur aus machtpolitischen Gründen oder ein bisschen Einfluss, deswegen nicht. Sondern mein Hero in der ganzen Sache neben einigen anderen, Max Weber sowieso, ist Alfred Schütz gewesen, der eine ganze paradigmatische Richtung begründet hat, auf die man sich bis heute beruft, übrigens Berger und Luckmann ebenso, und die alle, beide und noch andere, Miet außerdem, unter anderem auch, gleichzeitig gefordert hat, dass wir die naturwissenschaftlichen Präzisionskriterien und Theorieverständnisse übernehmen müssen. Auf unserer Seite ist der Hauptvertreter dieser Richtung Raymond Boudon gewesen, der natürlich anerkannt hat, dass es eine geisteswissenschaftliche Komponente in der Erklärung sozialer Prozesse geben muss, Wissen, Geist, mentale Zustände, aber das nur mit den Mitteln natürlich der Präzision und der Kriterien der Naturwissenschaften. So, das ist der Hintergrund. Vor dem Hintergrund, wenn das anerkannt wird, was Klassiker anerkannt haben von beiden Seiten, dann ist ja alles möglich. Es geht gar nicht um qualitativ oder quantitativ, überhaupt nicht. So, jetzt komme ich aber zu der Angelegenheit. Warum ist das vorher eigentlich 30 Jahre lang oder noch länger in der deutschen Soziologie überhaupt nicht mehr diskutiert worden? Das war mein Punkt. Ich habe etwa ab 2014 die Soziologie mit zunehmender Verwunderung gelesen, also dieses Blättchen. Und warum? Weil es da eine Reihe von Beiträgen gab, mit denen ich eigentlich mich noch mehr habe auseinandersetzen müssen, als das früher manchmal der Fall gewesen ist. Public Sociology war eins. Dann CHE-Ranking-Ausstieg. Kann man ja machen. Ich bin auch kein Freund von Rankings gewesen. Aber das dann zu feiern, sozusagen auf der ersten Seite der Website der DGS, wie der Sieg in einer Ernteschlacht, das, als wenn das die Hauptleistung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie wäre, aus dem Ranking auszusteigen. Ich selber bin in verschiedenen Sektionen gewesen und ich bin immer noch in der Theorie-Sektion, ich habe mich nicht mehr wiedergefunden. Das Schauspiel, was in Bamberg geliefert worden ist, ich habe hier eine Liste, ich habe das vergessen, das alles. Der Hauptpunkt ist eigentlich aber folgender gewesen, dass mehr und mehr auf diesen Freizeitbeschäftigungen von Emeriti, das sind, man geht zu den Akademietreffen hin, man trifft alte Kolleginnen und Kollegen aus der DFG und so weiter, und ist so etwa ab 2015, 16 mehrten sich die Hinweise mit der Frage, was ist bei euch denn eigentlich los? Und dann habe ich gesagt, erzählt doch mal, dann haben die mir ein paar Details erzählt, die ich hier nicht zum Besten geben möchte. Und als das nicht aufhörte, habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir was tun. Und dann haben wir auch was gemacht. Das habe ich bisher noch nicht öffentlich gesagt, aber ich habe mir vorgenommen, das hier zu sagen. Wir sind dann mit einer Gruppe, die Namen nenne ich nicht, haben uns getroffen im KWI in Essen, ich bin ja nicht weit davon weg, mit Vertretern oder mit Repräsentanten der DGS, die auch teilweise schon mal Vorsitzende waren, jedenfalls eine führende Rolle haben, und haben überlegt, erstens mal, oder das war meine Frage, stimmt das eigentlich, was mir da zu Ohren kommt? Ist der Eindruck richtig? Ich weiß es nicht. Und die Überraschung war sehr groß, nämlich man stimmte uns zu. Und natürlich hatten wir uns vorbereitet, darauf zu fragen, was machen wir denn jetzt weiter und woran liegt denn das? Und dann kamen natürlich auch diese Deprofessionalisierungstendenzen zur Sprache. Selbstverständlich, das war ja nicht
vom Himmel gefallen oder ein Einzeleindruck. Und dann ist verabredet worden, dass wir diese Treffen intern fortsetzen wollten, unabhängig von Bamberg. Es ist nichts mehr passiert. Ich habe mehrfach nachgefragt bei den jeweiligen, wo bleibt denn das Ganze? Ich habe keine Antwort mehr bekommen. Ja, und dann kam Bamberg und dann kamen die neuen Wahllisten und dann gab es Reaktionen von anderer Seite her, die mir auch bekannt waren. Und irgendwie, ich will jetzt die Details nicht sagen, hat man dann gesagt, und spätestens nach dem Februar-Wahlergebnis, jetzt vor 2 Jahren war das, glaube ich, oder so, dass man gesagt hat, jetzt reicht's aber wirklich. So, das ist der Vorgang gewesen. Er hatte mit dem methodologischen Diskussion nichts zu tun. Ich sage nur einen letzten Satz dazu. Seitdem ist mein Bestreben eigentlich nach der organisatorischen Spaltung die inhaltliche Integration voranzutreiben wieder, die völlig unter die Räder gekommen ist, meiner Meinung nach. Darüber rede ich aber vielleicht dann später nochmal. Ganz kurz, vielen Dank. Also generell können wir ja schon mal festhalten, das Zwischenergebnis. Es ist nicht diese Dichotomie, sondern tatsächlich gibt es verschiedene Konfliktlinien, die teilweise quer zu diesen beiden Organisationen verlaufen. Aber ein Aspekt, den wir jetzt schon etwas behandelt haben, war den der Werturteilsbezogenheit oder an welchem Punkt des Forschungsprozesses Werturteile wichtig werden. Aber ein anderer Punkt, der jetzt mehr und mehr anklingt, weil er auch Teilmotivation war für die Gründung der Akademie, ist die Frage der Professionalisierung und vor allem auch der methodischen Rigorosität. Da würde ich einfach gerne wissen, zum Beispiel von Ihnen, Frau Wohlrab-Saar, in der DFG haben es ja mit der Menge an Ansätzen, Anträgen zu tun aus der ganzen paradigmatischen Vielfalt der Soziologie. Letztlich ist ja dort das auch ein zentrales Kriterium neben der Motivation der Fragestellung. Also gibt es da ein Problem, weil es zu wenig Common Ground gibt? Oder sozusagen ist das in der Praxis eigentlich weniger ein Problem? Also es ist in der Praxis gar kein Problem. Und ich bin sehr froh, dass diese Spaltung, die sich auf der Organisationsebene vollzogen hat, bisher in der DFG keine Rolle spielt. Und also man kann nur hoffen, dass das auch in Zukunft so sein wird, weil in dem Moment, glaube ich, wo dieses Gremium selber ein Gremium von Parteisoldaten wird, wird es extrem schwierig. Bisher behandeln wir jeden einzelnen Antrag für sich und jeder einzelne Antrag wird von Gutachterinnen und Gutachtern begutachtet, die sozusagen den entsprechenden methodischen Zugang nachvollziehen können. Also es wird kein Quali-Antrag von einem Quantikollegen in aller Regel, es sei denn, es gibt eine fachliche Zuständigkeit, ja, eine thematische, bearbeitet. Und von daher haben wir eigentlich in diesem Gremium, das ist ein sehr, sehr starkes, sachbezogenes Miteinanderarbeiten. Wir haben keine Konflikte sozusagen an der Front zwischen Quantitativen und Qualitativen. Und also es gab schon beim letzten Soziologiekongress bei der Mitgliederversammlung mal so eine Äußerung, die mich ein bisschen hat befürchten lassen, dass es Positionen gibt, die meinten, der DFG-Kuchen müsse nach Parteien aufgeteilt werden. Ja. Das ist in der DFG bisher, spielt das keine Rolle und das wird sicherlich auch, da werden sicherlich auch viele darauf aufpassen, dass das nicht der Fall sein wird, aber darin würde ich wirklich eine Gefahr sehen für tatsächlich sowas wie eine professionelle Bewertung von Anträgen. Ja, ich kann das eigentlich nur aus jetzt der quantitativen Sicht in diesem Gremium unterstützen. Also das spielt überhaupt keine Rolle und das ist absolut gut so und das wird auch hoffentlich in der Zukunft keine Rolle spielen. Ich fürchte nur, dass die Diskussionen, die wir führen, wenn es jetzt darum geht, dass darauf geachtet wird, dass in Berufungsverfahren nachgefragt wird, wie hältst du es mit der Akademie für Soziologie? Oder dass das überhaupt die Kandidaten zur Konzilswahl, da kann ich es noch eher nachvollziehen, aber dass in solchen Kontexten eine Frage, wie man sich professionspolitisch irgendwo verhält, dass die thematisiert wird, die halte ich in der Tat, wie ich es gesagt habe, für absolut wissenschaftsfeindlich und schädlich. Und ich denke auch, dass wir da in der Wortwahl, also gerade wie das der Kollege Stefan Hirschauer in seinen Aufsätzen tut, wirklich auch vorsichtiger sein müssen. Wir sind jetzt nicht irgendwie beleidigt oder
fühlen uns diffamiert, also das halten wir schon aus. Ich habe ja auch gesagt, es gibt unvermeidliche Konflikte, wenn man einer bestehenden Fachgesellschaft eine zweite hinzufügt. Für dieses Hinzufügen einer zweiten Fachgesellschaft gab es, wie wir versucht haben darzustellen, mannigfache Gründe, die viel damit zu tun haben, dass die bestehende Fachgesellschaft nicht nur die Positionen, die wir vertreten, seit Jahren nicht mehr repräsentieren. Also was ist das zum Beispiel für ein Gefühl, wenn man als, ich fühle mich als Soziologe und nicht als Fliegenbeinzähler, wenn man beim DGS Call für den Kongress über Jahre nicht mehr weiß, wo man mit seiner eigenen Forschung eigentlich hin soll. Ja? Es gibt natürlich die Sektionen, aber in den Plenarveranstaltungen gibt es überhaupt keine Andockstellen mehr für Leute, die jetzt ja auch soziologische Forschung machen. Und dass das irgendwann dazu führt, dass die Leute, die ja auch irgendwo anerkennende Worte fand ja Stefan Hirschauer für das, was wir tun, dass wir dann irgendwann mal sagen, so geht es, Hartmut hat es gesagt, so geht es nicht weiter, ist doch mehr als selbstverständlich. Und nun gibt es zwei Fachgesellschaften und das ist an sich bei den Politikwissenschaftlern, mit denen wir ja auch gemeinsam im sozialwissenschaftlichen Fachkollegium sitzen, auch gelebte Realität. Die schaffen es sogar, bestimmte Personen gemeinsam zu nominieren. Etwas, was wir von der Akademie ja auch durchaus der DGS vorgeschlagen haben, aber damit nicht auf Resonanz getroffen sind. Ja, zunächst Stefan Lessenich und dann Herr Hirschauer. Ja, ich muss... Also ich hatte zwischendurch den Eindruck, die Veranstaltung driftet etwas ab. Ich glaube, es ist auch ein Problem, dass wir hier Selbstverständnisse der Disziplinen über Kreuz diskutieren mit organisationspolitischen Fragen. Ich glaube, das führt nicht weiter. Also um die schmutzige Wäsche zu waschen, sollten sich die beteiligten Personen vielleicht mal am Wochenende hier in die Eifel oder sowas begeben, weil natürlich jeder von uns und jede von uns ihre Erfahrungen mit der Organisationsentwicklung beider Organisationen in den letzten 4-5 Jahren hatte oder den Vorwehen und natürlich jeder und jede eine Geschichte großer Männer erzählen kann und wie sie sich verhalten haben in dieser Zeit. Das könnte ich auch, ich habe auch Wissen, was ich bisher noch nicht publik gemacht habe, gedenke ich auch weiterhin nicht publik zu machen, würde aber vielleicht ein paar Dinge gerade rücken, aber ich mache es trotzdem nicht. Und ich würde das auch gerne aushalten. Ich bin jetzt gescheitert mit dem Versuch, meine sicherlich diskutable, kritisierbare Unterscheidung von guter und nicht so guter, ja, oder relevanter, nicht so relevanter Soziologie gerade so aufzuziehen, dass ich nicht behaupte, dass da sozusagen die Achse entlang der beiden Organisationen und ihrer Mitgliedschaft verlaufen würde. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Und jetzt haben wir aber eher eine Tendenz hier in der Runde, diese Achse, ja, DGS versus Akademie irgendwie auch mit diesen inhaltlichen, methodologischen und Gütefragen zu verquicken. Ich halte das nicht für sinnvoll. Das Einzige, wozu ich jetzt nochmal, weil es mich irritiert, Stellung beziehen möchte, ist zu dem Hinweis auf die Klassiker und dass die doch sozusagen die methodologischen Gütekriterien ein für alle Mal festgesetzt hätten. Es kann ja wohl nicht sein, ja, dass wir 100 Jahre oder meinetwegen auch nur 50 Jahre Ausdifferenzierung des Faches und Entwicklung von auch pluralen Methodologien und entsprechenden Gütekriterienverständnissen sozusagen wegwischen mit dem Hinweis auf die Historie als die Soziologie, als eine Disziplin, die sich selber irgendwie legitimieren musste im Kanon der Disziplin als ein Newcomer, sich sozusagen orientiert hat an naturwissenschaftlichen Kriterien der Güte von Forschung. Das kann ja wohl nicht für ein für alle Male in Stein gemeißelt sein. Und ich glaube, aus dieser Retrospektion und ihrer sozusagen Vergegenwärtigung immer wieder resultiert so ein gewisser Eingemeindungs- und Ausgemeindungsimpuls, der total verhängnisvoll ist. Und meines Erachtens beruht das auch darauf, dass beispielsweise Sie, Herr Esser, der wirklich für sich reklamieren kann, einen Überblick übers Fach zu haben, den kaum ein Zweiter hat. Und dennoch kennen Sie weite Teile des Faches überhaupt nicht.
ja, würde ich mal behaupten. Und die Ausdifferenzierung des Faches in den letzten 20, 30 Jahren und was weiß ich, vom Poststrukturalismus bis zu wirklich unterschiedlichsten Varianten des Konstruktivismus, die kann man nicht einfach alle über einen Kamm scheren. Man müsste die Differenzierung dann tatsächlich mal wirklich ernst nehmen, um dann auch zu einem pluralen Verständnis von Methodologien und entsprechenden Kriterien zu kommen. Und das ist, was mich immer so ein bisschen stört, da wird sagen, ein Set an Kriterien zentral gesetzt und dann wird die 0-1-Frage gestellt. Genau, also ich würde auch gerne sozusagen die Organisationsspaltungsfrage vielleicht etwas in den Hintergrund stellen und stärker sozusagen über die Inhalte reden, gerade weil wir schon gesehen haben, dass es nicht so einfach einer binären Logik da folgt, ja, dass alle innerhalb der Gruppen homogenen Vorstellungen irgendwie folgen würden. Also versuchen wir es nochmal sozusagen, was dieses Multiparadigmatische angeht, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Lessenich, ist es aber nicht andererseits notwendig? Also wo ist sozusagen Ausdifferenzierung, wo hört die auf und wo beginnt Wildwuchs? Ist es nicht notwendig, als Gruppe, als Scientific Community bestimmte Theoriebegriffe oder epistemologische Überzeugungen zu teilen? Ist sozusagen nicht vielleicht Akademie ein Versuch, innerhalb der empirisch-analytischen, tendenziell eher standardisierten Sozialforschung, über bestimmte Dinge nicht mehr grundsätzlich debattieren zu wollen, um endlich kumulativen Wissensfortschritt stärker zu machen? Ist sozusagen nicht ein Versuch, ähnlich wie das in der Psychologie oder in der Ökonomie der Fall ist, sich erstmal zu einigen auf solche Grundprinzipien, um dann sozusagen sich immer den Sachfragen zuwenden zu können. Ist das nicht ein legitimer Wunsch? Es ist genau ein solcher Versuch und er ist auf der ganzen Linie misslungen, er ist falsch eingefädelt, er sieht das Problem nicht. Ich fand die Äußerung von Herrn Esser bemerkenswert, dass er in der DGS bleibt, weil die Soziologie ein multiparadigmatisches Fach ist. Was für wohltuende Worte. Richtig. Ich habe versucht darzustellen, dass daraus folgt, aus dieser Ausgangslage, dass es in unserem Fach unterschiedliche Begriffe und Pfade der Professionalisierung und unterschiedliche Gütekriterien gibt, über die wir ins Gespräch kommen müssen. Das ist so. Nur hat sich die Akademie für Soziologie bisher ausschließlich kritisch zu dieser Buntheit geäußert. Sie sind als Pluralitätsverächter aufgetreten. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich die Kolleginnen, die sich dort versammelt haben, nicht mehr vorstellen können, dass die Art von Wissenschaft, die sie treiben, in den Augen anderer schlechte Soziologie sein könnte. Und dass sie das nicht mehr sich vorstellen können, hat, glaube ich, genauso wie du sagst gerade, Stefan, damit zu tun, also dass sozusagen die Akademiemitglieder meinen, sie könnten dem riesigen Rest des Faches Professionalitätsdefizite vorrechnen. Das hat damit zu tun, dass diese Kolleginnen nicht mehr viel davon verstehen, was sich in der Soziologie getan hat, an epistemologischen, an methodischen und an theoretischen Entwicklungen in den letzten 30 Jahren. Aber ist nicht die sozusagen Akademie eher eine nach innen gerichtete Veranstaltung und an die Öffentlichkeit? Also will sie überhaupt dem Rest des Faches irgendetwas vordichten? Das ist geschehen, Herr Kronenberg. Sie engagieren sich jetzt irgendwie, glaube ich, für eine Seite. Sie moderieren doch eigentlich. Ich will vielleicht mal deutlich machen, wie sich das darstellt. Jetzt sozusagen, Sie hören jetzt einen Fremden sprechen, diejenigen, die Akademiemitglied sind. Ja? Also für meine Begriffe ist die quantitative Sozialforschung, wenn man jetzt mehrere Gütekriterien ins Spiel bringt, methodisch absolut hochprofessionell, die Spitze im Fach, methodisch. Ja? Sie ist beeindruckend kumulativ, in der Tat. Das ist etwas, was sie der qualitativen Forschung auch voraus hat. Ich finde sie persönlich auch angenehm nüchtern und unaufgeregt. Das ist die Habenseite. Kultursoziologisch, das habe ich eben schon gesagt, wissenssoziologisch ist sie maximal unprofessionell. Sie ist viel zu nah an alltagsweltlichem, auch an bürokratischem Denken. Ferner ist sie theoretisch vergleichsweise unproduktiv, epistemologisch antiquiert, meine ich. Und in ihrer Interpretativität, die steckt natürlich auch in der quantitativen Forschung, ist sie methodisch völlig unkontrolliert. Ja? In den Kommunikationsformen wiederum, auch ein wichtiges Disputthema bei uns, ist sie, finde ich, intern hochprofessionell, wieder Spitze im Fach, dieses Zeitschriftenwesen der Peer Review, genau so geht das, richtig. Nach außen funktioniert sie kommunikativ dagegen überhaupt nicht. Nicht? Also was die essayistische Public Sociology vielleicht an Sprachvermögen zu viel hat, das hat die quantitative Sozialforschung deutlich zu wenig. Ich möchte einmal eine Studie von Thomas Hinz in der glühenden Rhetorik von Stefan Lessenich lesen. Ja? Dann kommen Gütekriterien unterschiedlicher Art und Weise mal zusammen. Vor allem, das ist für mich als jemand, der aus der qualitativen Forschung kommt, bemerkenswert, so entstehen Freundschaften. Vor allem sehe ich die Stärke der quantitativen Forschung nicht in der Empirie. Nicht diese Veranstaltung sollte ursprünglich im René-König-Hörsaal stattfinden, aus guten Gründen. René König war ein begeisterter Anhänger von
Robert Park. Er sagte, Robert Park sei noch in der Lage gewesen, wenn er so durch Chicago streifte, ohne die Forschungstechnologien heutiger Soziologen mit bloßen Augen etwas zu sehen. Das war die Begeisterung von König für Park. Ich glaube, ihm wäre die heutige sogenannte empirische Sozialforschung nicht besonders empirisch erschienen. Mich beeindruckt sie auch nicht als solche, mich beeindruckt sie als methodische Sozialforschung. Verglichen mit ethnologischer oder historischer Empirie, verglichen auch mit qualitativer Empirie, ist diese Forschung nicht besonders empirisch. Sie nimmt sich keine Zeit für soziale Phänomene, sie scannt nur oberflächliche Eckdaten. In der qualitativen Forschung hat man viel höhere Ansprüche an Aufmerksamkeit, an Geduld, an Genauigkeit und dergleichen. Dass das seinerseits limitiert ist, das wissen wir alles. Aber man braucht eben beide Seiten. Ja, also die Akademie hat versucht, eben ähnlich wie es jetzt der Clemens Kroneberg gesagt hat, eben bestimmte Gütekriterien zu diskutieren. Und es ist völlig klar, dass man irgendwie Gütekriterien haben muss. Die hast du genauso, wenn du irgendwie einen entsprechenden Artikel liest, ablehnst oder ein Forschungsprojekt beurteilst etc. Und jetzt geht es darum, dass man sich über diese Gütekriterien auch verständigt. Und sie müssen transparent sein und sie müssen irgendwo auch im Prinzip diskutierbar erscheinen. Und das ist, glaube ich, etwas, dem würden wir alle zustimmen. Anders könnten wir das, was wir tagtäglich machen, nicht tun. Und jetzt geht es bei der Akademiegründung eben darum, und da muss ja nicht jeder mitmachen, ja, dass für die Mitglieder der Akademie eben dieser Prozess gezielt und eben im Hinblick auf das, was wir mit dem, was wir an sozialwissenschaftlicher, soziologischer Kompetenz haben, eben auch anwenden können und uns in diese Diskussion einbringen. Und wir laden dazu Leute ein, die nicht nur quantitative Methoden machen. Und es gibt auch in der Akademie Personen, die sich in qualitativer Forschung auch auszeichnen. Das heißt, ich finde es für die Soziologie als Sozialwissenschaft extrem wichtig, dass man sich über diese, wie ich finde, absolute professionelle Selbstverständlichkeit, nämlich dass man Urteile treffen kann aufgrund von Kriterien, die man auch kommuniziert, irgendwo verständigt. Und darum geht es. Und vielleicht kann man noch ein bisschen was, also die Anmaßung, die ich ja selber auch angesprochen habe, die im Namen der Akademie für Soziologie liegt, auch erläutern. Bei der Gründungsversammlung ging es bei der Wahl des Namens im Wesentlichen darum zu signalisieren, dass es eben keine zweite Gesellschaft für Soziologie ist, sondern dass die Akademie für Soziologie auch partiell ganz andere Dinge auch beabsichtigt. Das, was Stefan Hirschauer Politik, Anbiederung an die Politik genannt hat, es geht darum, dass man versucht, für relevante Fragestellungen, ja, wobei es immer zu reflektieren ist, wer diese Relevanz festlegt, für diese relevanten Fragestellungen auch Expertisen zu erstellen, wie das Akademien auch tun. Im Übrigen haben wir auch in der Idee, auch soziologische Forschung in die Öffentlichkeit zu bringen, denke ich, einen Anspruch entwickelt, der keineswegs so vollkommen fehlgeschlagen ist, wie Stefan Hirschauer das sagt. Also nicht nur nach innen kommunizieren wir, sondern wir kommunizieren auch nach außen. Und ich denke, dass das für die Soziologie als Ganzes, als Wissenschaft als Ganzes sehr wichtig ist, dass eben diese Aufgabe übernommen wird. Und das ist in der Vergangenheit eben nur suboptimal erfüllt worden. Und deswegen gibt es das. Ja, ich hätte noch eine Frage. Wir werden auch demnächst das Plenum also erweitern in 5 Minuten. Ich hätte noch eine Frage an Frau Wohlrab-Sau. Und zwar, in der Vorbereitung ist eine Sache noch, viel zu viel, wie Sie sehen hier, die mir sozusagen noch am Herzen liegt. Und zwar ist ja ein Problem, dass durch diese multiparadigmatische Natur der Soziologie auch die Nachbardisziplinen ganz unterschiedlicher Natur sind. Also auch Ihr Kollege in Leipzig hat natürlich ganz andere Gesprächspartner disziplinär, als beispielsweise, wenn man in Konstanz jetzt Data Science studiert, man viel mehr mit Informatik, Ökonomen und so weiter zusammenarbeitet, wie auch hier an der WISO-Fakultät.
Ich hätte auch Herr Hirschauer Ihre Forschungsgruppe nennen können, ja, die ja beeindruckend weit in die Geisteswissenschaften hineinwirkt. Und ist das nicht ein Problem, wenn sozusagen ein Fach durch diesen multiparadigmatischen Charakter eigentlich eine Adresse hat, ein Postfach, aber ganz unterschiedliche Kooperationsanfragen immer ankommen? Ist es nicht sozusagen klärend auch für die Kommunikationspartner des Faches, wenn es klare, unterschiedliche, ausdifferenzierte Vertretungen gibt, bestimmter Richtungen des Faches? Kann es nicht sogar auch manchmal vereinfachen, weil ansonsten man tatsächlich nicht kaum vorstellen kann, dass die Soziologie in so unterschiedlichen Kooperationskreisen eine führende Rolle spielt? Ich komme aus einer Fakultät, an der manche Kollegen das, glaube ich, schon schwierig finden würden, mit Historikern zusammenzuarbeiten. Ich habe eigentlich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn vorwiegend mit Leuten zusammengearbeitet, die aus anderen Fächern kommen. Ich fand das ausgesprochen anregend. Also ich finde, aber es stellt sich dann natürlich die Frage nach der soziologischen Identität, weil man ja an diese fremden Gegenstände, und ich meine, wenn man sich die Klassiker der Soziologie anschaut, dann haben die ja auch mit ganz vielen Kollegen, Kolleginnen zusammengearbeitet, die aus anderen Fächern kamen, aus der Religionswissenschaft, aus der Geschichte, aus der Philosophie und so weiter. Also, aber natürlich stellt sich die Frage nach der Soziologie als, nach der Identität der Soziologie und auch nach den Standards, die dann soziologisches Arbeiten ausmachen. Und ich finde, ich würde gerne noch mal einen Bogen zurückgehen, jetzt über diese Frage nach Spaltung oder doch wieder Integration hinaus. Also ich glaube ja, die Frage, die im Raum steht, ist die Frage nach den Standards guter Soziologie. Und also egal, wie eng man das betreibt, egal in Kooperation mit wem man das betreibt. Und ich glaube, dass das auch eine gemeinsame Frage sein muss. Also ich bedauere diese Spaltung wirklich ungemein. Ich finde das auch ein Schaden für die Soziologie. Und man muss jetzt überlegen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, es können jetzt beide Seiten dazu beitragen, irgendwie diese Spaltung zu vertiefen oder auch zu überbrücken. Und ich glaube, dass diese Frage nach den Standards des jeweiligen Arbeitens eine wichtige gemeinsame Frage ist, die aber nicht quasi von einer Seite her beantwortet werden kann. Also ich glaube nicht, dass es richtig ist zu sagen, die Standards für sozialwissenschaftliches Arbeiten kommen aus den Naturwissenschaften. Also da würde man hinter Weber und auch hinter Schütz, glaube ich, zurückfallen. Aber in der qualitativen Forschung, wenn ich jetzt mal dieses Teilgebiet rausgreife, gibt es natürlich eine lang andauernde Frage nach den Standards qualitativer Forschung, und die ist ganz unterschiedlich beantwortet worden. Und ich finde, von manchen ist sie problematisch aus meiner Perspektive beantwortet worden, wo nämlich diese Frage nach den Gütekriterien, nach den Standards abgewiesen worden ist, aber von vielen ist sie aufgegriffen worden und übersetzt worden in eine Frage, in eine Weise, die sozusagen den eigenen Materialien, den eigenen Daten angemessen ist. Und ich glaube, darum muss es gehen. Aber in der Diskussion, glaube ich, in den letzten Monaten, die ja nicht nur über Papers, sondern auch über Blogs und über Twitter und sonst wie sozusagen betrieben wird, da gibt es manchmal einen Zungenschlag, als würden sozusagen die Standards, die für die quantitative Forschung gelten, automatisch, also Fragen der Replizierbarkeit zum Beispiel, automatisch auch für andere Forschungsstränge gelten. Und das halte ich für einen Fehler. Ja? Und ich glaube, man muss diese Fragen von den Gegenständen her, von den Daten her beantworten. Aber die Frage nach den Standards ist eine Frage, die uns alle verbindet. Und das überbrückt dann vielleicht auch den Graben. Beziehungsweise die Gründung der Akademie kann vielleicht auch anregen, solche Fragen der Gütekriterien noch expliziter zu diskutieren. Es gab ja auch den Beitrag in der Zeitschrift für Soziologie von Herrn Strübig, Herrn Hirschauer und anderen, und wo gemutmaßt wurde in einer jüngsten Erwiderung, dass vielleicht auch es um Legitimation qualitativer Sozialforschung geht angesichts der Akademiegründung. Also im positiven Fall kann das Reflexionsniveau auf beiden Seiten vor 8 Jahren angefangen. Na gut, also nur passend zeitlich. Ich würde jetzt gern, auch wenn es sehr viele Stränge gibt, die wir aber so oder so nicht in 25 Minuten zu Ende kriegen werden, das Publikum auch einladen, Fragen zu stellen oder Stellungnahmen abzugeben. Generell bitte ich vielleicht, sich auch an konkrete Mitglieder hier auf dem Podium auf die zu beziehen und sich recht kurz zu fassen, ebenso die Antwortenden, damit wir da nochmal verschiedene Stimmen hören können. Es helfen mir dabei hoffentlich André und Lisa mit den Mikros. Ah, sind schon unterwegs, super. Also ja, wer hat eine Frage oder einen Kommentar? Herr Meulemann, ja.
genau, vielleicht ganz kurz noch mal ins Mikro, vielleicht können alle kurz ihren Namen sagen und ihre Affiliation. Also, Heiner Meulemann, ich bin emeritierter Professor am ISS, also am Organisatorischen Institut. Ich habe einen Kommentar, ich würde eine Kritik üben an der Behauptung von Herrn Lessenig, dass wir eo ipso politisch sind als Soziologen. Ich halte das für eine unklare, falsche und letztlich irreführende Aussage. Ich will sagen, das mit zwei Kommentaren bringen. Für mich sind Fragen interessant. Ich habe zwei Fragen. Meinetwegen, warum sind jüngere Generationen mit anderen kulturellen Medien beschäftigt als alte? Oder, und warum? Warum werden die Leute in Europa immer weniger religiös? Und warum? Keine kleinen Fragen. Sie würden wahrscheinlich sogar Herrn Hirschauer interessieren als kultursoziologische Fragen. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo irgendeine Antwort hier politisch sein kann. Das führt mich zum zweiten Kommentar. Politik ist im Grunde die Aggregation von Entscheidungen und über unterschiedliche Interessen hinweg. So oder ähnlich lautet die Definition. Ich sehe nicht den leisesten Grund, dass als Soziologe und nicht als Erstellung von Erkenntnissen von soziologischer Art ich irgendein höheres Gewicht in diesem Prozess habe. Und das scheint mir völlig irreführend. Ich will als Gegenbeispiel, ich war vor kurzem in einer konservativen Veranstaltung, der war um Populismus und Brexit und Trump und all diese Leiden zu reden. Da wurde allen Ernstes in Referaten der Vorschlag gemacht, man sollte doch das Wahlrecht nach Bildung differenzieren. Ich sehe das nicht viel anders. Das ist genau dasselbe. Es sind Eingriffe in urdemokratische Rechte, wenn man für die Soziologie einen politischen quasi Sonderstatus erklärt. Und das finde ich irreführend, das sollten wir nicht tun. Ja, Herr Meulemann, das überrascht mich jetzt nicht, dass Sie das von sich weisen. Das war ja sozusagen meine zentrale These, jetzt, die gar nicht sich auf Personen bezieht, sondern auf Angehörige der Disziplinen. Die haben ein großes Problem damit, sich als politisch zu verstehen. Kollege Hirschauer sagt dann gleich, das ist politisierte Wissenschaft, wenn man das behauptet. Das sind zwei Paar Schuhe. Und selbstverständlich geht es hier nicht um kollektiv bindende Entscheidungen, an denen wir beteiligt werden, sondern es geht darum, welchen Ort, welche Rolle wir in Gesellschaft spielen, wenn wir Wissen produzieren. Ja, über die Themen, die Sie genannt haben oder jedes andere. Ja, das ist ein politischer Einsatz in einer demokratischen Gesellschaft. Und dass das so negiert wird, das ist für mich ein Datum. Ja, das ist ein Datum, was genau diese These weiter oder was mich dazu veranlassen würde, diese These weiter zu verfolgen, ja, und es genauer auszubuchstabieren. Weil ich glaube, dieser Vorbehalt hängt vielleicht auch mit unterschiedlichen Sozialisationen zusammen. Ja, ob man aus sozialen Bewegungen in die Wissenschaft kommt, ja, oder aus gut bürgerlichen Haushalten. Das mag sein, aber dass man selber einen Einsatz bringt in diesem gesellschaftlichen Spiel, ich meine, das ist Bourdieu'sche Soziologie. Das ändert, mir ging es doch darum, das zu reflektieren. Ich habe ja beispielsweise knallharte quantitative Forschung genannt, ja. Und dort wird genau das reflektiert. Dort wird es genau, welchen Einsatz stellen die Ergebnisse unserer Forschung dar für eine gesellschaftliche Debatte, nämlich beispielsweise die Debatte um soziale Ungleichheit in Deutschland seit 2005. Ist die stabil, nimmt die zu, nimmt die ab? Wird von den Autorinnen selber diskutiert als ein Einsatz in einer gesellschaftlichen Debatte. Darum geht es mir. Also ist das Ergebnis offen, die Forschung? Das ist die Frage. Ob Sie also das ist doch die Sache, die, glaube ich, der Angelegenheit ist. Wenn ich vorm Computer sitze mit meiner steilen Hypothese, dass das Tracking, das Ability-Tracking im Moment eher den Unterschichtskindern hilft als den Oberschichtskindern, und das ist, Sie haben die ganze Soziologie und die ganze Pädagogik gegen sich, die Sektion für Bildung sowieso. Und jetzt sitzen Sie vor Ihrem Rechner mit Ihren Daten, mit Ihren neuen, Sie glauben besseren Daten und so weiter. Und jetzt kommt das aber anders raus.
Sie haben ein ganz anderes politisches Interesse. Was machen Sie denn jetzt? Gut, Sie haben ein Interesse, aber die Daten sind anders. Gibt es das in Ihrem Fall nicht? Also ich spreche doch gar nicht von einem bewussten, expliziten politischen Interesse, das Sie mit Ihrer oder ich mit meiner Forschung verfolgen. Und wenn ich jetzt mein politisches Interesse hier in Anschlag bringe und dann die Ergebnisse nicht meinen politischen Interessen entsprechen, dass ich dann irgendwie die Ergebnisse unter den Tisch fallen lasse oder umdeute oder nochmal ja, iterativ immer neue Versuche mache, bis es stimmt. Darum geht es doch nicht. Mir geht es nicht um das explizite politische Interesse, mit dem man an den Gegenstand geht, sondern um das Faktum, dass das per se politisch ist, was Sie betreiben. Na und? Ich meine, würde das weiß ich doch auch sagen. Ich meine, na und? Aber bei mir heißt es dann politisierte Wissenschaft. Ist auch politisch. Irgendwie. Ja und? Ja, ich meine, was folgt draus praktisch? Was folgt denn draus? Ich meine, es ist... Also da müssen Sie aber eine starke Wissenssoziologie, Wissenschaftssoziologie haben, um diese Verbindung hinzukriegen. Ja, hätte ich, aber ich bin ja schon low on Wissenschaftstheorie gerankt worden hier und deswegen halte ich mich jetzt ein bisschen zurück. Ja, Michael Wagner, ja. Da ist es, ja. Ja, mein Name ist Michael Wagner, ich bin hier Professor am Institut. Mein Eindruck ist, dass die eigentlichen Gründe für die Gründung der Akademie hier noch nicht zu Worte kamen, noch nicht ausgesprochen wurden. Insbesondere vielleicht die Dinge, die Herr Lessenig oder Herr Esser nicht sagen wollten. Zum Beispiel, dass sich vielleicht diejenigen, die jetzt sich in der Akademie versammeln, in der DGS nicht ausreichend repräsentiert fühlten oder nicht ausreichend repräsentiert wurden. Vielleicht aufgrund wenig demokratischer Mechanismen, die ich nicht kenne. Aber ich meine, da müssen doch zumindest wichtige Gründe liegen dafür, dass man die Soziologie schwächt, in meinen Augen, indem man eine zweite Organisation gründet. Ist es nicht so, dass es sozusagen innerorganisationelle Gründe dafür gab, dass diejenigen, die jetzt in der Akademie sind, sich nicht ausreichend entfalten konnten in der DGS mit ihren Themen, mit ihrer Forschung, mit ihren Ansichten und dass sie deswegen sozusagen die Akademie gegründet haben? Frage. Ja, also es ist so, dass, und es ist eindeutig so, dass die Gründung der Akademie für Soziologie darauf zurückgeht, dass es eine innerhalb der DGS auch Repräsentanzprobleme gibt oder gab. Ja? Und das ist eindeutig, und das habe ich auch benannt, also ich habe es vielleicht nicht deutlich genug gemacht, das ist etwas, was es immer wieder auch festzustellen gab. Und es war vor allen Dingen auch so, dass es in den letzten 10 bis 15 Jahren nach meinem Dafürhalten in dieser Hinsicht keine Anzeichen gab, dass sich das in irgendeiner Weise auch ändern würde. Und angesichts dieser Ausgangslage gab es die von Hartmut Esser hier mit Insider-Informationen angedeuteten Treffen, an denen ich ja gar nicht teilgenommen hatte, unerhörterweise. Ne? Und die Akademiegründung geht aber über diese, und das versuchte ich auch darzustellen, über diese Repräsentanzprobleme, die es meines Erachtens unbestreitbar gab, deutlich hinaus in dem, was wir eben in die Diskussion einbringen wollen. Eine Verständigung eben auf die Gütekriterien von Sozialwissenschaft, von Soziologie, ein Austausch auch mit anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, das, was wir im Bereich jetzt der politikwissenschaftlichen oder der Beratung auch von Politik auch intendieren, das sind Dinge, die weit über das hinausgehen, was am Anfang stand. Aber vielen Dank, dass Sie es nochmal gesagt haben. Es gab ein Repräsentanzproblem. Kurz der Hirschauer dazu. Ja, ich finde die Frage von Herrn Wagner super und ich möchte eine Erklärung für die, eine soziologische Erklärung für die Gründung der Akademie anbieten. Repräsentanzproblem
undemokratische Nominierung, nein. Man gucke sich einfach nur, auch wenn Nominierungen nicht gut gelaufen sein mögen, man gucke sich Wahlergebnisse an. Eine Koryphäe der quantitativen Sozialforschung, wie Andreas Diekmann, hat vor 2 Jahren 180 Stimmen bekommen, statt der 400, die man für das Konzil gebraucht hätte. Jetzt ist er glücklicherweise reingewählt, ich wähle immer Quantis. Ja? Aber das ist das Problem. Also sozusagen, es ist ein ungeliebtes Segment des Faches und darüber muss man sich als Akademiemitglied mal Gedanken machen. Und das ist das Stichwort, was Stefan Lessenig eben brachte. Die Akademie, diese Art, die dort versammelte, sagen wir mal radikal oder hardcore, wie Sie selber immer so gerne sagen, Quantiforschung, hat wirklich den Anschluss verloren an das Fach. Und der systematische Grund dafür scheint mir in der Stärke der quantitativen Forschung zu liegen. Sie ist kumulativ, das heißt aber auch, sie ist intern hochgradig arbeitsteilig. Sie muss auf unglaublich viele Forschungen in ihrer Nähe achten. Und auf diesem erfolgreichen Weg der Spezialisierung und Leistungssteigerung hat dieses Segment der Soziologie für meine Begriffe den Horizont verengt. Sie hat den Blick für die Arbeitsteilung mit dem Rest des Faches, mit Theoriebildung, mit phänomenologischer, interpretativer Forschung, mit Diskursanalyse, Systemtheorie. Es gibt so viele Dinge. Sie hat den Kontakt verloren und dann kriegt man schlechte Wahlergebnisse. Stefan Lessenig noch, als direkt auf die Zeit als DGS-Vorsitzender berührt. Ja. Ja, nur wirklich nur ein Punkt, weil also einerseits ist es eine Frage, denn also was dann die wahlberechtigte Population entscheidet, wer sich beteiligt und wer was wählt. Das andere ist aber die Frage, also wenn das die Problemdeutung ist, mangelnde Repräsentation in den Gremien der DGS. Die DGS hatte und hat ein Demokratiedefizit. Das ist etwas behoben worden in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, durch die neuen Wahlverfahren auch. Aber das betraf sicherlich nicht bestimmte Paradigmen, sondern es betraf bestimmte Statusgruppen meines Erachtens, die eben nicht repräsentiert sind. 2/3 der Mitglieder sind dann nicht in den Gremien repräsentiert. Und was das Repräsentationsdefizit jetzt eines bestimmten Milieus, falls es das so gibt, angeht, da kann ich nur sagen, jetzt die Spitze des Eisbergs der historischen Rekonstruktion, die ich hier preisgeben möchte, dass ich beispielsweise für die Frage des Vorsitzes der Fachgesellschaft eine kleine zweistellige Zahl an hochkarätigsten Repräsentantinnen dieses Milieus darum gebeten habe zu kandidieren und alle sagten, sie müssten forschen und nicht repräsentieren. Ja, Frau Wohlab-Saar dazu und dann gehen wir weiter. Ja, also ich will auch noch mal auf die Frage eingehen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Demokratieproblem ist, sondern es ist ein Problem, was sozusagen aus einem demokratischen Verfahren entstanden ist, ja, weil die Wahlergebnisse so waren. Aber das ändert ja nichts daran, dass es ein Problem für die DGS ist, wenn sozusagen dieses Segment der Soziologie sich aus der DGS verabschiedet. Und die letzten Wahlen zum Vorstand haben das meines Erachtens jetzt nochmal bestärkt, ja. Und ich glaube schon, dass es, also ich spreche jetzt gewissermaßen als DGS-Mitglied und auch lange Vorstandsmitglied, also ich glaube schon, dass wir uns überlegen müssen, wie wir diesen Teil des Faches auch wieder sozusagen stärker repräsentieren, auch wenn das über rein demokratische Verfahren nicht ohne weiteres sich herstellt und vielleicht auch jetzt für euch gesprochen oder über euch gesprochen, weil ihr es nicht verstanden habt, eure Truppen hinter euch zu scharen bei den Wahlen. Also man kann ja auch mobilisieren, wenn man in einem Verein die eigene Position stärken will. Steht's bei Anmeldungsformulare liegen aus. Ja, noch ein. Eine Frage. Gerald Wagner ist mein Name, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich habe eine kleine organisationssoziologische Frage an Herrn Hinz. Sie sagten vorhin, die Akademie hat jetzt so 220 Mitglieder, die DGS ungefähr 3000, wenn ich da richtig liege. Aber Sie betonten stolz, es sind die Hälfte bei Ihnen sind Professoren und Professorinnen. Und ich glaube, es gibt so um die 370 Soziologieprofessoren in Deutschland, Professorinnen, das wäre also ein Drittel, wäre schon bei Ihnen. Darum meine Frage, warum haben Sie eigentlich so wenig Mittelbauer? Wo sind die alle? Gehen die nicht in die Akademie oder bieten Sie denen nicht das, was zum Beispiel die DGS denen bietet? Ja, danke für die Frage. Ist so, dass die Mittelbau, Personen, die in der Akademie Mitglied sind, da hatte ich ja auch schon drüber gesprochen, sich
so äußern, dass sie fürchten, dass eine Mitgliedschaft in der Akademie ihnen karriereschädlich erscheint. Ja, es ist absolut eher, es ist lächerlich, es wird formuliert und es ist so, und das finde ich ja auch, wie ich versucht habe darzulegen, wirklich einen irgendwo auch empörenden Vorgang, wenn man die Fragen nach dieser organisationspolitischen Verankerung zum Gegenstand von solchen Einstellungsentscheidungen im Berufungsverfahren etwa machen würde. Und dies ist das ist eine präventive Empörung, oder? Das ist doch, was heißt präventive? Ist doch kein bekannten Fall, oder? Also ich kann aus eigenen Verfahren, an denen ich beteiligt war, berichten, dass die Frage meiner Position innerhalb der Akademie tatsächlich da eine Rolle gespielt hat. Und zwar war ich da als beratender Gutachter in einem Verfahren involviert und das spielt eine Rolle. Und das ist offensichtlich so, dass das auch an einigen wissenschaftlichen Instituten so diskutiert wird. Und vielleicht sind ja auch Nachwuchswissenschaftliche im Raum, die das bestätigen können oder wollen, müssen sie natürlich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz klare Sache, dass die Nachwuchswissenschaftler in dieser Sache verunsichert sind. Und ich finde, man sollte diese Diskussion nicht auf dem Rücken dieser Nachwuchswissenschaftler irgendwo austragen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und dann zu der Frage der Zusammensetzung der Mitgliedschaft. Anders als die DGS ist das ordentliche Akademiemitglied eben durch wissenschaftliche Dissertation in der Regel als Sozialwissenschaftler oder Soziologe oder Soziologin ausgewiesen. Und in der DGS sind eben auch Leute ohne Promotion. Das macht natürlich die Menge schon mal deutlich größer. Und es sind auch Studierende Mitglied. Das stellt im Prinzip schon mal dar, dass hier die organisationssoziologischen Parameter grundsätzlich unterschiedlich sind. Also man kann in einer gewissen Weise hier vom David und dem Goliath der DGS sprechen. Weitere Frage. Ich denke, ich kann die studentische Seite ganz gut repräsentieren. Ich habe meinen Bachelor in Hannover gemacht und bin gerade in Mannheim im Master. Ich denke, das sagt schon sehr viel über meine Richtung, die ich gewählt habe, aus. Zu dem, ob es auf unserem Rücken ausgetragen wird, zum Teil. Also zum einen finden sich Promotionsstellen auf der einen Seite bei der DGS, aber auf der anderen Seite werden bestimmte Stellen nur auf der Mailingliste Akademie für Soziologie ausgeschrieben. Man muss also sich ein bisschen vorentscheiden, wo man sucht, oder man muss auf beiden Kanälen suchen. Es wird nicht gleichzeitig ausgeschrieben. Also das fand ich sehr beeindruckend und es wäre natürlich auch dann interessant, das auch nochmal irgendwie zu diskutieren. Aber mein Hauptpunkt ist eigentlich, ob wir dadurch, durch diese Diskussion eigentlich das, was uns die Jugend der Soziologie ausmacht und unsere Konflikte, die wir haben oder Probleme und Ideen, nicht so in den Hintergrund stellt eher. So Fragen wie, wie können wir die Wissenschaft so machen, dass es wirklich ein Karriereweg ist, den wir gehen wollen, weil mit Befristungen und alles ist es kein Weg, den wir wirklich gern gehen würden. Oder wie schaffen wir das, familienfreundlich zu machen? Wie schaffen wir das, dass es nicht eine Entscheidung ist, bekomme ich Kinder oder nicht? Promotion ja, nein. Und ich habe das Gefühl, dass das dadurch ein bisschen untergeht, wenn es keine gemeinsame Diskussion mehr über diese Themen geben wird durch die Abspaltung. Ich würde auch im Sinne Ihres Statements zum Ende gerne konstruktiv werden wollen. Frau Worab-Sarmonika, du hast eben gesagt, also es gibt keine Krise der Professionalität, aber eine Krise der Profession. Die haben wir in der Tat durch diese organisatorische Spaltung. Denn eine Soziologie ohne gute Quantis wäre eine schlechtere Soziologie. Und eine quantitative Forschung, die sich in einer Filterblase zurückzieht, wäre vielleicht gar keine Soziologie mehr, sondern eine Alternative zur Soziologie. Die Frage ist, was hindert uns eigentlich daran, den Konflikt, den wir haben, als Sachkonflikt, das heißt als wissenschaftlichen Meinungsstreit auszuführen, so wie wir das heute versucht haben. Und ich sehe vier solche Hindernisse, die aus dem Weg müssen.
Das erste Hindernis ist das positivistische Credo, es gäbe nur eine Art und Weise, eine Wissenschaft zu sein. Das ignoriert 40 Jahre empirischer Wissenschaftsforschung und erstickt deshalb jede Dialogbereitschaft, weil sozusagen vorausgeschickt immer eine Anerkennungsverweigerung ist. Dass eine Seite in diesem Dialog nämlich der anderen zu erzählen hat, was eigentlich Gütekriterien sind. Das geht so überhaupt gar nicht. Die Soziologie kann gerade angesichts der drängenden gesellschaftlichen Probleme nur in ihrer ganzen Kompetenzbreite überzeugen. Das geht aber nur, wenn sich Paradigmen auf Augenhöhe begegnen und auch wechselseitig respektieren. Wir haben also sozusagen keine Nachhilfe in quantitativen Gütekriterien mehr nötig. Das ist das zweite Hindernis. Es gibt nämlich ein erhebliches Ausbildungsdefizit in qualitativen Methoden. Alle Soziologinnen in Deutschland haben eine solide quantitative Methodenausbildung, aber nur ungefähr 40-50% haben eine halbwegs passable qualitative Methodenausbildung. Ich habe das neulich erhoben. Das heißt, es stehen in diesen Methodendialogen sich ständig bilinguale Qualos, monolingualen Quantis gegenüber. Und die dominierende Seite in diesem Diskurs, das ist seit 30 Jahren so, redet dabei ständig von etwas, von dem sie sehr, sehr wenig Ahnung hat. Zweites Problem. Drittes Problem. Es ist aber auch eine Fehlwahrnehmung, dass es nur um solche Methodenfragen ginge. Nein, definitiv nicht. Die Differenzen betreffen ganz unterschiedliche Forschungsinteressen, Fragestellungen, Theorie-Empirie-Verhältnisse, Datenbegriff, Methodenbegriff und so weiter. Da hätten wir alle drüber zu reden. Der Kern des Dissenses ist meines Erachtens die Frage, eben, ob man die Soziologie auf eine einzige Art und Weise Wissenschaft zu sein reduzieren kann. Unsere Akademiker sagen, dann wäre sie endlich am Ziel. Die allen anderen meinen, nee, dann wäre sie eher am Ende. Vierter Grund, der uns wirklich behindert, diesen Sachkonflikt produktiv zu führen, ist, dass die Akademiegründung jetzt den eigentlich auszutragenden Streit, den Meinungsstreit, in einen Machtkonflikt überführt hat. Das heißt, alle möglichen Sachargumente ständig verquickt scheinen mit Ressourcenargumenten. Und das vergiftet halt den Meinungsstreit mit solchen Ressourcenfragen, macht ihn für meine Begriffe, da bin ich ausgesprochen skeptisch, auch unlösbar. Dieser Streit jedenfalls gehört, das ist meine feste Überzeugung, in eine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie nämlich. Danke für dieses Abschlussstatement. Ich würde vorschlagen, machen wir in der Reihe gerade weiter mit Frau Wohlraff-Saar vielleicht zu der Frage gerade der Spaltung oder der zukünftigen Wege, da weiterzukommen in der Kontroverse. Ja, ich habe das eigentlich vorhin schon gesagt. Also ich finde, dass jetzt nicht mehr so viel bringt, nachzuvollziehen, wer wann was zu wem und warum gesagt hat, sondern dass man, also die Spaltung ist da und ich glaube, man muss Wege finden, das in irgendeiner Weise wieder zu überbrücken. Und für die DGS heißt das, glaube ich, wir müssen sehen, dass wir diesen Teil des Faches sozusagen in der Gesellschaft halten und ihn nicht verlieren. Los ist, darauf zu hoffen, was ich in meiner Naivität gemacht habe, nämlich zu überzeugen vielleicht, dass es gewisse Kriterien geben kann, unter denen sich die ganze Vielfalt dann auch wiederfinden würde. Das halte ich für aussichtslos. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das für möglich hält. Das ist ein Faktum. Infolgedessen werden wir auch die Spaltung behalten. Wobei es ja eine Spaltung mit Doppelmitgliedschaften ist. Ich wollte einen Satz noch sagen. Es geistert ja als Hintergrund dieser Auseinandersetzung immer, dass wissenschaftstheoretisch, erkenntnistheoretisch, kognitionspsychologisch, konstruktivistisch bestimmte epistemologische Positionen nicht rezipiert worden sind, beziehungsweise sogar innerhalb dieses sogenannten Positivismus gar nicht wahrgenommen werden können. Das halte ich für eine starke Behauptung. Ich meine, glauben Sie denn nicht, dass man sich informieren könnte über das, was ein Poststrukturalismus und ich weiß nicht etwas, dass man das nicht liest, dass man nicht über den radikalen Konstruktivismus sich jahrelang unterhalten hat? Aber hören Sie doch mal, ich meine, es wird aber hier inauguriert und Sie haben das in Ihrem Beitrag wirklich offensiv vertreten, ihr versteht uns ja sowieso nicht. Ihr seid total veraltet und deshalb, besonders in Mannheim, und deshalb ist die ganze Sache sowieso nicht integrierbar. Das ist die Position. Herr Strübing vertritt sie auch.
Herr Lessenich nehme ich an, aus anderen Gründen. Und von daher, was soll denn unser Trüppchen hier sagen, das ja im Grunde nur gefordert hat, wir möchten die Kriterien der Präzision, des Informationsgehaltes, der Überprüfbarkeit, der Replizierbarkeit, wir können über einzelmethodische Fragen sprechen, die möchten wir auch angewandt wissen auf relativ offene Fragen, auf alles, was Sie wunderbar gemacht haben. Ich meine, diese Fahrstuhlgeschichte, die Sie gemacht haben, die Geschlechtswahrnehmung, ich habe das bewundert. Aber man kann es natürlich auch mit diesen Kriterien machen, was ich nicht immer dann wiedergefunden habe. Mehr haben wir nicht gesagt und dann zu hören, ihr seid ja sowieso wissenschaftstheoretisch, wissenschaftssoziologisch hinterm Mond und deshalb gibt es kein Gespräch und keine Möglichkeiten der Integration. Das nehme ich für heute Abend mit. Ich glaube, ich werde mich darüber jetzt nicht mehr so ins Zeug legen wie noch vor einiger Zeit. Ja, ich bin nicht so pessimistisch, ich bin im Gegenteil eher optimistisch. Es gibt jetzt eine zweite Fachgesellschaft, die etabliert sich noch, die ist ja auch in dem Sinne, insbesondere in ihren Angeboten, noch nicht in der Weise so sichtbar, wie sie wie jetzt eine Gesellschaft, die 1910 gegründet wurde, sein kann. Wir werden diesen Prozess der Etablierung dieser Akademie für Soziologie mit den Zielen, die wir heute hier auch dargestellt haben, auch voranbringen. Ich denke, wir sollten uns alle da ein bisschen beruhigen. Es gibt halt jetzt in der Soziologie wie in der Politikwissenschaft, der Philosophie, der Pädagogik eine zweite Fachgesellschaft. Es wird sich sehr daran bemessen, an den Aktivitäten dieser Fachgesellschaft, wie sie sich langfristig dann auch rechtfertigt. Also ich denke, dass die Dinge, die Stefan Hirschauer jetzt angesprochen hat, in vielen Dingen auch Selbstverständlichkeiten sind. Die Anerkenntnis für das, was wir als Forscherinnen und Forscher tun, die ist sehr wichtig. Und ich habe versucht darzulegen, dass mit der Abspaltung, wie das hier oder der Spaltung, wie das interpretiert wird und interpretiert werden muss, ja, unvermeidliche Reibereien einhergehen. Und ich bin sehr optimistisch, dass es gelingen kann, wie ich das auch im Ausblick meines Impulsvortrags versucht habe darzustellen, dass wir auch partiell zunächst mal, aber vielleicht sogar irgendwann später komplett auch wieder zusammenarbeiten können, wie es unter Wissenschaftlern, die ein Fach repräsentieren wollen, eigentlich selbstverständlich sein muss. Ja, hier vorne weht ein eisiger Wind und zwar nicht auf dem Podium, sondern von oben. Deswegen, ich gehe jetzt nicht gleich zum Straßenkampf über, aber ich weiß nicht, wie die anderen es aushalten hier vorne ohne Kapuzzi. Also drei Punkte aus meiner Seite, von meiner Seite ganz kurz. Man sollte Dinge, die man in konstruktiver Absicht sagt, nicht im Modus der Polemik formulieren. Wäre mein Hinweis. Sonst ist es mit dem konstruktiven Ansatz nicht so überzeugend. Also entweder oder. Das Zweite ist, man sollte die Spaltung der Soziologie nicht in einem performativen Akt herbeiführen. Meines Erachtens gibt es keine Spaltung der Soziologie. Es gibt eine zweite Organisation, in der Soziologen, Soziologinnen organisiert sind. Wie viele und aus welchen Gründen der Mittelbau da nicht so stark dabei ist, das wäre nochmal eine eigene Debatte wert. Was ich schon in der Diskussion vorher gesagt habe, ich finde entscheidend eigentlich, dass es ganz offensichtlich, und der Tisch hat es auch im Nachhinein hier gezeigt, multiple Konfliktachsen in dem Sinne der Selbstverständnisse und auch der Gütekriterien eben übrigens und der Standards gibt. Und das macht mich eigentlich zuversichtlich, dass in dieser ja, multiplen Differenz die Soziologie als Fach auch eine gewisse Einheit bewahren kann, auch organisationspolitisch auf die lange Sicht. Und dann möchte ich all denjenigen, die in Hannover oder Mannheim den Bachelor gemacht haben, empfehlen, für den Master an die LMU in München zu kommen, weil dort gibt es ein interessantes soziales Experimentierfeld, wo all diese Konfliktachsen offen
liegen. Ja? Da gibt es zentrale Akteure der Akademie für Soziologie, die hervorragende quantitative, standardisierte, empirische Sozialforschung machen. Das, dort ist die qualitative Sozialforschung extrem gut situiert. Dort gibt es Personen, die meinen, theoretisch begründen zu müssen, dass man Komplexität einfach aushalten muss. Und gleichzeitig gibt es Soziologie als soziale Bewegung. Also wunderbar. Ja, wir kommen zum Ende, glaube ich, unserer Veranstaltung hier angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken natürlich bei allen, die von so weit weg teilweise gekommen sind, insbesondere aber auch bei den Vortragenden. Und als kleine Dankeschön habe ich noch etwas organisiert hier von der Universität zu Köln. Auf dem Kassenzettel steht Sportswear, Accessoires, es sind aber Kölschgläser, aus denen man aber auch Wasser trinken kann. Und dankenswerterweise gibt es auch erst einen kleinen Empfang mit nichtalkoholischen Getränken, Kölsch und kleinen Snacks. Das ist dank der finanziellen Unterstützung der Fakultätsvertretung und des Dekanats der WISO-Fakultät, auch der Studierendenvertretung der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Und wo ich schon beim Danke sagen bin, würde ich gerne auch noch dem Team des Gebäudemanagements, dem technischen Veranstaltungsmanagement und vor allem auch der Multimedia-Gruppe des Regionalen Rechenzentrums danken, die diese Aufzeichnung vorgenommen hat und natürlich auch dem erweiterten Teams meines Lehrstuhls. Es war meine erste Moderation dieser Art und wahrscheinlich nicht die einfachste Aufgabe dafür. Und im Rheinland hat ja das Sprechen an sich... Im Rheinland hat ja das Sprechen an sich einen Eigenwert, ganz unabhängig vom Inhalt. Insofern hat man erstmal eine niedrigere Anspruchshaltung. Ich fand dennoch den einen oder anderen Ansatzpunkt sehr, sehr erhellend und auch vielleicht potenziell weiterführend. Danke nochmal allen, auch allen, die gekommen sind. Und ja, bitte jetzt zum Empfang und schönen Abend noch.